9 Minuten. Acht Minuten. Sieben Minuten. Sechs Minuten. Fünf Minuten noch.
4 Minuten. 3 Minuten. 2 Minuten geht es los. In einer Minute beginnt der Stream. Der Stream beginnt in 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallo und guten Abend. Wir sind wieder mal auf Sendung. Ich freue mich riesig, dass es endlich wieder geklappt hat und dass ich hier wieder im Blablabla-Café sein darf mit dem Fadenhexer. Wir haben wieder ganz viele tolle Sachen für euch vorbereitet, wie in jeder Sendung. Und ich habe natürlich auch wieder Gäste dabei, denn sonst wäre das ein bisschen monoton, wenn ich das 2 Stunden fast alleine mache. Obwohl, wir haben es immer geschafft, in 90 Minuten fertig zu sein. Da ist Britta immer ganz neidisch, dass wir das schaffen. Sie werden wir ihr heute präsentieren, dass wir es auch wieder schaffen? Ja, okay.
Ich habe heute dabei für euch die Friederike Seiler-Schulz. Friederike ist eine Fachfrau für das Thema Fliese, denn wir bekommen immer wieder ganz viele Anfragen. Mach doch mal noch mal was zu Fliesen. Wir haben mal irgendwann mal ganz kurz in einer der ersten Sendungen was mit angerissen, aber es gibt so viel. Und wenn ihr mal hier unten das zeigen könnt, wir haben hier unten mal ganz viel aufgebaut, da kommen wir nachher noch im Einzelnen dazu. Es gibt eine ganze Welt von Fliesen und da geht eben ein bisschen mehr raus über klassisches Reißvlies und das beliebte Klebevlies, weil das benutzt fast jeder und das haben wir zwar auch im Einsatz, aber es gibt ganz viele spezielle Themen, wo ihr nicht einfach mal nur diese zwei Fliese benutzen könnt. Wir haben auch hier was vorbereitet. Und wir haben natürlich dann wieder dabei unsere altgediente Heidi. Die gerne. Ich bin neugierig. Heidi, ja, sei nicht so schüchtern außen. Rückt alle mal ein bisschen zusammen. Okay, ja. wir dürfen kuscheln. Wir sind ja maskiert mit Zorro. Also ihr merkt schon, auch wir beachten hier AHA ganz gewaltig, denn wir möchten nämlich am 16.11., wenn es geht, die nächste Sendung machen. Und wir fangen jetzt einfach mal so an. Und vor allen Dingen mal mit etwas, was jetzt erstmal gar nichts mit unserem eigentlichen Thema zu tun hat, sondern ich möchte euch mal dieses tolle Teil hier vorstellen. Das ist genial, mega. Ihr habt es schon vorhin schon mal kurz gesehen. Das ist ja das klassische Grafiktablett, das kennt so ziemlich jeder. Dann zeichne ich damit mal im Stift und das ist wunderbar. Problem ist nur immer, ich muss da natürlich da drüben immer achten, was ich mache und ich sehe es hier nicht. Und jetzt habe ich etwas entdeckt, das kennen vielleicht andere kennen das auch schon, aber ich habe es jetzt erst entdeckt für mich, weil es ist einfach ein geniales Teil. Es ist ein von der Firma Vercom, das One, ein Tablett, ein Grafiktablett, das kann ich an jeden PC anschließen, an jeden Mac-Rechner. Bei Mac gibt es aber dann noch, muss ich einen Zusatzstecker anbringen. Und da bringen wir übrigens im nächsten Magazin auch einen kurzen Beitrag, wie man das alles nutzt. Und was hier jetzt das Verrückte ist, ich kann mein Programm vom Rechner 1:1 auf diese Oberfläche spiegeln und dann habe ich nämlich die Möglichkeit und kann hier drauf einfach antippen und kann hier zeichnen. Jetzt muss ich hier nur. Ja, ich kann einfach, was ich möchte, einfach zeichnen und sobald ich den Stift abhebe, sind bereits die Stiche da. Und das ist natürlich was für Leute, die ganz kreativ arbeiten wollen. Und das zeige ich mal ganz kurz. Weiter. Ich nehme jetzt hier mal ein Bild. Ich schaue gerade zu. Mhm. Ja. Und habe jetzt hier, muss ich nur gerade meine Samples aufrufen. Ich komme. Ach, das ist wieder der Vorführeffekt, das haben wir vorhin schon mal gehabt. Machen wir es denn? Das muss ich euch zeigen, weil da müsst ihr jetzt leider durch. Das dauert einen Moment. Da das warten lohnt Premier, sich aber, wenn die... Ja. Die Premiere 2, da haben wir die Samples und da haben wir jetzt die... Wir sind jetzt im Programm Sketch. Und im Programm Sketch habe ich ganz, ganz viele Bilder drin. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal die PIX 2. Da oben mal. Ist sie. Wir haben diese wunderbare Katze hier. Und jetzt ist natürlich das, was macht man damit? Viele sagen, oh, das ist mir alles viel zu umständlich, das zu digitalisieren. Aber jetzt schaut mal. Ich nehme hier meinen Stift und jetzt kann ich hier einfach das nachschraffieren. Müsste ich natürlich ein bisschen genauer machen, aber nur, dass ihr mal seht, wie schnell das geht. Ja, das heißt, ich könnte zum Beispiel diese ganzen Wilhelm Busch-Vorlagen benutzen, um da eine Stücke 3 auszumalen, weil der hat ja ganz tolle Bilder. Wir haben heute einen Halteassistenten. Der hat ein Brett an der Hand, nicht vom Kopf. Nicht vom Kopf. Und wir haben hier wirklich die Möglichkeit, ganz schnell, und das kann ich hier zeigen, ganz schnell dieses Muster einzuzeichnen. Und sobald ich das, wie gesagt, fertig habe, an die Maschine übertragen, dauert, wenn ich ein bisschen schnell arbeite, eine halbe Stunde ist der Katzenkopf komplett fertig. Und das sind natürlich Sachen, die jetzt ganz neu sind. Ich kann damit sehr genau arbeiten, ich kann aber auch ganz frei arbeiten. Und das Programm, also dieses Tablett, arbeitet auch mit jedem gängigen Softwareprogramm. Also es ist kein Spezialprogramm, sondern ich kann wirklich meine Software benutzen, die ich sonst auch immer zum Digitalisieren benutze.
ganz viele Möglichkeiten damit. Ich kann zum Beispiel auch einfach meine Unterschrift setzen und habe dann eben meine Unterschrift als Stickerei. Also man kann wirklich alles damit machen. Und ich finde es eine ganz tolle Sache. Liegt preislich ungefähr bei 350 bis 380 Euro, je nachdem, wo man es halt kauft. Man kann sich bei der Firma Werkcom direkt auch mal das nochmal anschauen, was man alles an Möglichkeiten hat. Und ich glaube, ich habe es schon vorhin schon gemerkt, ihr seid also völlig begeistert davon. Ja, vor allen Dingen, weil ich wirklich auf meinem Grafiktablett jetzt arbeiten kann und schaue mir da meine Arbeit an und muss nicht im Prinzip blind auf dem Grafiktablett arbeiten und auf dem Monitor wieder meinen Blick richten. Genau. Das heißt also, und habe dann alles den Anfangspunkt, drauf. Eventuell den Stift abgesetzt und muss dann wieder suchen, wo warst du jetzt? Also genial. Also es ist eine tolle Sache und ich kann es nur jedem empfehlen, der viel frei arbeitet. Es geht natürlich nicht nur für unser Programm, man kann zum Beispiel auch selber seine Handschrift einscannen damit oder man kann schreiben, Formulare ausfüllen. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, weil ich eben alles hier drauf sehe. Okay, das mal einfach so als Vorabinformation, denn ich finde, wir machen so viele tolle Sachen und es gibt so viele Hilfen. Nur man beachtet das manchmal gar nicht, wenn man sagt, ach, für was brauche ich das? Und ich kann es eben, wie gesagt, nicht nur fürs Sticken benutzen. Das ist ein sehr multifunktionelles Teil, wird auch dann mit allen Anschlusskabeln geliefert. Und ist, also ich habe es installiert und ich bin ja nur kein Freak bei solchen Sachen. Also ich kann zwar mit Software umgehen, bin aber nicht so der Installateur für alles Mögliche. Anstecken, das Ding installiert alles selber, sobald es merkt, es ist angeschlossen, holt sich die Treiber, 5 Minuten ist alles erledigt. Ja? Also man muss sehr anwenderfreundlich. Genau, auch. Man muss kein Wissenschaftler sein, wenn man das Programm jetzt hier mit dem Tablett koppeln möchte. Und ansonsten wird es genauso, halt was ich sonst hier mit der Maus mache, wird dann eben mit dem Stift gemacht. Mhm. Und das ist eigentlich... Da gewöhnt man sich aber auch schnell dran. Ja, weil vor allen Dingen, ich kann es auch so, das ist jetzt hochgeklappt, ich kann natürlich auch ganz bequem richtig so auf, wie auf dem Blatt arbeiten. Ja, und wie man sieht, ist es auch wirklich so, dass die Übertragung ruckzuck funktioniert. Also man hat kaum Verzögerung. Nein, hat man also wirklich. Bei manchen Tablets, da hat man ja dann das Problem der Verzögerung. Mhm. Und da ist es wirklich 1:1 aufgesetzt und er richtig. Und wie gesagt, das wollte ich unbedingt noch zeigen. Das ist sowas für den Weihnachtswunschzettel. Ja, genau, ich habe es auch gesagt. Hoffentlich schaut mein Mann zu und hat sich jetzt alles aufgeschrieben für meinen Wunschzettel. Deswegen, also es gibt ja ganz viele Sachen dieses Jahr wieder. Das ist etwas, was jetzt wirklich von keiner Herstellerfirma kommt, die Stickmaschinen macht, sondern das ist einfach wirklich ein Tool, ganz Tolles, was einen unterstützt. Ja. Wir haben natürlich auch, und deswegen solltet ihr euch auch dieses Jahr wieder gut umgucken, wer jetzt vorhat, sich eine stickende Maschine zu kaufen. Die Maschinenfirmen, also alle Hersteller bringen im Moment gerade Sondermodelle, haben irgendwelche Besonderheiten. Mhm. Es gibt Maschinen, die gehen aus dem Programm raus, die kann man im Moment super günstig bekommen. Auch Top-of-the-Line-Maschinen, wo man immer gesagt hat, doch, das ist keine Preisklasse für mich. Guckt einfach mal bei eurem Fachhändler vorbei, lasst euch mal erklären, was es alles gibt. Denn ihr habt jetzt im Moment gerade die Chance, richtig tolle Sachen zu erwerben. Apropos. Bescherung zu Weihnachten. Ja. Wir können ja schon mal üben, denn soweit ich weiß, wir haben ein Gewinnspiel. Sogar. Ja, wir haben ganz viele Sachen. Ja, bei mir nimmt er nicht das Glöckchen, bei mir drängelt er sich so rein. Ne? Okay. Möchtest du das Glöckchen? Nächstes Mal bitte ja. Gut. Okay. Nur noch mit Glöckchen. Wir kommen auch gleich dann zu den anderen Sachen, die wir auch vorbereitet haben. Aber jetzt natürlich erstmal zu diesem wunderbaren Gerät, das hier alle kennen, die Sendung regelmäßig schauen. Auch bei Britta klingelt das immer wieder mal. Wir haben hier unsere Gewinne. Und zwar haben wir einmal unser wunderbares Hauptgewinnpaket. Da ist dann diesmal drin eine sogenannte Daumenschere. Sehr toll zum Sticken. Es gibt das vorletzte Magazin, Nummer 1. Sehr zu empfehlen. Dann haben wir das Datenbuch mit drin. Eine Stabilisatoren-Test, ein Starter-Kit, wo alle Materialien von Sulky einmal drin sind, inklusive einer sehr genauen Anleitung, damit man auch weiß, wie man das alles anwendet. Denn das ist auch ganz wichtig, was nützt ja nichts, wenn man es einfach nur hat, sondern man muss ja auch wissen, was macht man wie. Kann Heidi mir bestätigen, hatten wir bei unserem Kurs, haben wir ganz viel drüber gesprochen. Auch ganz wichtig, nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene, einfach immer wieder ein schönes Nachschlagewerk haben wollen. Genau. Und nochmal einfach nachgucken,
Sie haben sich einen besonderen Stoff gekauft und schauen jetzt einfach nochmal nach, was ist jetzt mein geeignetes Vlies, und haben natürlich auch genügend große Abschnitte hinten drin, dass man, drin, auch größeren, dass man einfach auch mal einen großen Rahmen damit bestanden kann, oder man hat einfach ja, wie eine Bibliothek halt. Es ist eine Bibliothek. Und ich finde es ganz hervorragend, ich arbeite noch immer damit. Ja, und deswegen haben wir auch die Friederike heute eingeladen, weil sie wird ganz viel über Vlies auch noch erklären. Denn wir haben natürlich heute ein spezielles Thema. Und zu diesem speziellen Thema hat die Firma Sulky ein Kit vorbereitet. Und das gibt es seit heute zu bestellen. Kostet 9,99 Euro. Und besteht aus einem Faden, einem Unterfaden und zwei Rollen Cotton 30, wenn ich das richtig gesehen habe. Und einem Stück Thermogase. Und Thermogase ist ein Material, was wir euch heute mal ein bisschen näher bringen wollen. Denn jeder kennt von euch vielleicht Plaunerspitzen oder St. Galler Spitzen. Und auch das nennt man... Oder auch geklöppelte Spitzen. Ja, aber da geht es speziell um die beiden, weil das sind Ausbrennspitzen. Ja. Ja, und diese Ausbrennspitzen, dafür braucht man dann dieses Thermogasematerial. Genau. Also das wäre einmal der Hauptgewinn, den gibt es wie immer am Schluss. Nach 45 Minuten ungefähr, tritt sich fest, haben wir... Das vorletzte Heft, wie gesagt. Und ganz am Schluss gibt es das wirklich letzte Heft. Das wäre dann der Zwischenstand. Und es gibt dann für das Instagram-Gewinnspiel, haben wir zweimal das Starter-Kit vorbereitet. Mhm. Und jetzt kommen noch die Add-ons, die für euch vielleicht ganz wichtig sind. Bei dem Hauptpreis ist noch eine Stunde Talk mit mir. Das heißt also, jemand bekommt die Chance, eine Stunde mit mir über sein Programm, über seine Fragen ganz individuell online zu sprechen. Mhm. Machen wir allerdings aus Termingründen erst ab zweite Hälfte Oktober. Und derjenige, der dann das gewonnen hat, kann, wie gesagt, eine Stunde lang Fragen stellen, was er gerne wissen möchte. Und es gibt ja noch das Facebook-Gewinnspiel. Das ist diesmal dreimal eine halbe Stunde. Auch dieses Online-Meeting, dass man einfach da Fragen klärt. Und ganz individuell. Es ist außer dem Gewinner keiner dabei. Also ganz konzentriert auf die Fragen, die ihr dann habt. Okay. Dann Holger, wollen wir. Ja. Eine kurze Sache noch. Also, ja. Das Instagram-Gewinnspiel ist schon gestartet. Okay. Das können wir einmal gleich zeigen. Ja. Das war der Jan aus dem Off. Der macht jetzt also eine Präsentation. Der zeigt das. Ich weiß nicht, wir sehen es, glaube ich, nicht. Nein. Doch, jetzt sehen Sie Zuschauer. Ah, ja. Jetzt sehen wir auch was. Da ist das Instagram-Gewinnspiel. Und auch. Facebook ist es auch schon gestartet. Es läuft eine Woche. Viel Glück an alle. Ja, kann ich auch mich noch anschließen. Ja, und wie gesagt, ihr bekommt dann die Benachrichtigung. Und ja, dann freue ich mich schon auf die Gesprächspartner für diese beiden, für diese Programme, für die wir dann eben entsprechend starten werden mit euch. Ich kriege dann nur den Link und dann werde ich anschließend mit dem Link dann euch direkt anschreiben und dann machen wir dann eine tolle Fragestunde draus. Okay, jetzt aber zu unserem anderen Thema, wie ihr schon ja gelesen habt, oder zu unserem Hauptthema. Es geht heute um diese wunderbaren Sachen, die wir hier liegen haben. Das heißt, wir haben hier Spitzen in allen Varianten, Farben vielleicht nicht immer unbedingt eure gewünschten, aber wir gehen einfach davon aus, ich brauche ja Farben hier, die man sieht, dass man also auch wirklich, ihr seht ja weiß auf weiß, sieht man nicht unbedingt. Aber wir haben hier zum Beispiel eine, da habe ich das auch mal gemacht mit dem Endlossticken. Mhm. Ja, da haben wir das also mit dem Endlossticken mal gezeigt. Ist ja auch eine Sache, wenn ich jetzt irgendwie ein Kleidungsstück machen möchte oder eben vielleicht auch mal eine Umrandung für eine Tischdecke, kann ich ja auch selber machen, kann ich das eben endlos sticken. Dann haben wir hier Einsätze, die man zum Beispiel in Shirts benutzen kann. Oder wir haben hier einfach mal ein Deckchen für, sagen wir es mal, die klassische Kastenkuchenform. Wir haben hier ein Tortendeckchen, kommt ja immer mehr wieder. Und vor allen Dingen auch mit unterschiedlichsten Materialien. Hier haben wir zum Beispiel Lurex. Und Heidi, darf ich jetzt mal dich bitten, die dreimal anzufassen und dann zu sagen, was du dazu fällt oder was dir auffällt. Ja, dieses hier ist sehr steif. Das könnte man irgendwo in Kleidung reinarbeiten. Das geht gar nicht. Mhm. Ne, vielleicht auf eine Tasche oder so, aber es kratzt sehr. Ja.
Also hier muss man dazu sagen, das ist das klassische wasserlösliche Vlies. Nicht ganz ausgewaschen. Nicht ganz ausgewaschen, klar. Ich kann es so lange waschen, bis es auch butterweich ist. Aber wenn ich halt was Neues irgendwie verschenken will, ist es natürlich schlecht, wenn ich dann immer das x-mal noch vorher wasche. Ja, und das hat, ist schon griffig, ne, aber noch nicht so weich, dass man es auf der Haut tragen könnte. Genau. Da haben wir Thermofilm. Also wir stellen diese Sachen nachher auch noch mal kurz vor. Das macht dann die Friederike, weil die hat da noch weitaus mehr Kenntnis als ich. Muss ich zugeben, ich bin bei Vlies auch so der Klassiker. Waschvlies, Einreißvlies, Klebevlies und jetzt seit neuestem eben Thermogase, mein Liebling. Ja, das hat mich auch. Thermogase, mein das Liebling. Hat mich ja auch so neugierig gemacht. Ne? Ja. Sieht Fliese, ne? Und weiß ja nicht wirklich, was mit anzufangen. Richtig, ne? Genau. Und dieses Wissen zu bekommen, ist natürlich Gold wert. Ja, ne? Ja, und der Anfänger, der ist ja wirklich gnadenlos überfordert. Er kauft sich eine Stickmaschine, bekommt die Info. Ja, was brauche ich denn bitte zum Sticken? Ja, Stickvlies und Faden. Ja. Gut, aber welche Stickvlies? Ja, genau. Fällt dir jetzt bei dem was und auf? Dieses ist super weich. Also das kann man wirklich auf der Haut tragen. Hier könnte ich mir sogar schon, ja. So Handstülpen? Ja, auf den Handrücken laufend, genau. Und dann nach vorne mit so einem Ring, dann genau. Wie man das früher hatte, damit es nicht verloren geht. Ja, toll. Und da haben wir die Thermogase benutzt. Und das ist, wie gesagt, ein super Material. Super weich. Und genau so, wie wir das jetzt hier haben, werden auch die Spitzen in Plauen gemacht, in St. Gallen. Also die werden gestickt oder je nachdem, was für ein Apparat das ist, teilweise auch gewirkt. Und anschließend wird das ausgebrannt. Und das nennt man eben Ausbrenntechnik. Ja. Und das geht mit der Thermogase natürlich perfekt. Ja. Könnte man jetzt sowas zum Beispiel, wenn man jetzt Organza da drunter legt, könnte man das mit diesem... Also die Kombination passt nicht. Die Kombination passt aus dem Grunde nicht, weil Organza ist ja sehr hitzeempfindlich. Richtig. Also dir würde in dem Moment, wenn du jetzt hier nochmal Organza drunter legst und hast praktisch deine Thermogase im Rahmen eingespannt, legst Organza drauf und bestickst es dann, brennst du dir auch dein Organza weg. Ja. Es ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache, das nochmal mit Organza zu unterlegen, sondern wir wollen halt wirklich mit dieser Thermogase erreichen, dass man eine ganz klassische Spitze, weiche, fallende Spitze herstellen kann. Mhm. Und darum brauchen wir da kein Organza. Okay. Ja? Wenn du was mit Organza machen möchtest, dann nimmst du wasserlösliche und machst es da drauf. Okay. Ja. Die Kombination ist dann gut. Und das merkt man also auch hier selbst bei dieser, das ist ja eine wirklich sehr wuchtige Spitze. Ja. Aber auch die ist ganz, immer noch ganz griffig, weich. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, weil hier sind ja wirklich Fäden ohne Ende drin. Ja, ne? Wir haben ja hier in diesen Blättern, ist ja ein Satinstich, der sehr eng digitalisiert ist als Federstich. Und selbst das bleibt weich. Ja, und das ist schon mega dick, wenn man sich das so anguckt. Ja. Und das ist genau das, wo wir eigentlich hinwollen, in dem Fall auch mit diesen unterschiedlichen Fliesen. Denn das ist ganz, für mich ist das immer ganz wichtig, wie gesagt, für mich war auch am Anfang die Welt reißen, auswaschen, kleben, fertig. Ja? Mehr braucht die Welt nicht. Mehr braucht die Welt nicht. Und dann kamen mir dann Leute natürlich auch gesagt, wie wäre es denn, du kannst auch einfach einen Zehwaggisch und wegnehmen oder bei Aldi dieses schöne Vlies. Ich habe es also auf der Messe gehört, dass dann jemand meinte, ach, dann nehme ich dann Malervlies. Mhm. Ja, ganz übel. Ja. Dann kann also, wie gesagt, ihr tut euren Maschinen nichts Gutes, das, wenn solche Experimente gemacht bitte werden. Bitte kein Kleenex-Küchenrolle einspannen. Ja, also... Nein, ist auch schon passiert. Ist schon alles passiert. Ja. Ja. Das sind einfach keine Trägermaterialien. Die verdrecken eure Maschinen. Und es ist schade, gerade wenn man... Selbst die preiswerteste Maschine, die ihr vielleicht habt, die ist noch leidet zu schade darunter. Dafür. Ja, genau. Also die das leidet macht man einfach nicht. Das sollte man nicht machen. Genau. Und deswegen haben wir hier noch mal zwei Sachen gezeigt. Das sieht aus wie Brüsseler Spitzen. Das ist dann wieder von der Optik her auch ganz anders. Siehst und du das ist auch ganz, ganz, ganz weich. Ja. Also es ist richtig knuddelig weich, wie eine Spitze. Und ich lege es mal hier auf das Dunkle, dann sieht man nämlich sehr schön die Durchbrucharbeiten. Hast du das? Gut. Ja. Und was ich persönlich auch noch sehr schön finde, ist die Kombination innen aus Stoff, wirklich wie so ein Tellerdeckchen und außenrum halt dann die Spitze. Ja, und das kommt ja wieder ganz verstärkt eben auch im Moment gerade so wieder
als, ja, wie soll man sagen, eine Art Renaissance, dass man einfach sagt, die Deckchen kommen wieder. Sie sind relativ schnell fertig, weil hier ist ja die Spitze ist ja nicht so aufwendig. Oh, Entschuldigung. Das ging, das war also relativ schnell. Vom Zeitaufwand war es schnell. Der Vorteil ist natürlich auch, und das muss man auch sagen, solche Spitzen, ich habe keinen Farbwechsel drin. Mhm. Ich drücke auf Start. Mhm. Und sie macht eigentlich alles alleine. Die Maschine. Ich brauche also nicht kontinuierlich wieder zur Maschine rennen, Farbwechsel zu machen, weil die wenigsten Spitzen sind halt mehrfarbig. Und dann kommt noch eins dazu, wenn ich natürlich heute ich kann nicht doch eine Fertigspitze machen. Ja, logisch könnte ich auch eine Fertigspitze machen und das draufnähen, aber wo ist der Anfang und das Ende? Hier ist es eben endlos. Bei dem anderen müsste ich nähen und hätte irgendwo wo die Naht diese auch Naht. Wieder, die ja irgendwo ja. auch stört. Ja? Genau. Mhm. Und deswegen ist es heute auch oft so, gerade bei solchen Mustern, gibt es bei vielen Herstellern, wenn die diese Endlosmuster machen, haben die meistens auch immer ein Eckelement dazu passend. Mhm. Dass das heißt, ums Eck kommt. Dass ich auch wirklich ums Eck komme. Entweder als scharfe Ecke oder auch einmal als Bogen gesetzt. Je nachdem, wie gesagt, wie die Vorgabe der Spitze ist. Also da muss man einfach mal schauen. Es gibt heute fertige Dateien, die man dann dafür kaufen kann. Man kann sie natürlich auch selber machen, aber da muss man schon im Digitalisieren relativ gut Bescheid wissen über das, was man macht. Okay. Das ist unser Digitalballett heute Abend. Ja. Okay. Also wie gesagt, hier, man kann diese Muster selber erstellen, aber es ist natürlich eine aufwendige Sache und wir zeigen nachher auch mal ein bisschen was, wie man das angehen kann. So zwischendrin mal, jetzt gehen wir aber erstmal noch ein bisschen mehr auf die Fliese, dass man einfach da noch mal ein bisschen mehr sieht. Hier ist übrigens ein neues Utensil für mich, das hat die Heidi gemacht. Die Datei ist, glaube ich, von Regenbogen Buntes. Ja, also die habe ich schon ein paar Jahre und, Und das hat sie mir einfach mal gemacht, hinten mit der Nadelfee drauf. Den habe ich übrigens vor kurzem mal gut gebrauchen können. Ich muss den Knopf anlegen. Ja. Also wie gesagt, hier und natürlich heute mit dazu gekommen eine Maske. Die habe ich jetzt allerdings heute noch nicht fertig. Das ist also hat sie mir auch gemacht. Ich habe auch nur den kreativen Kopf entlastet. Ja, aber wie gesagt, hier ist es halt so, auch das ist eine tolle Sache. Übrigens hier geplottet. Ja. Das ist geplottet. Das hat allerdings meine Tochter gemacht. Natürlich mit dem Programm, was du hast. Genau. Aha. Also auch da darauf achten, es gibt viele Software heute, die Stickdesigns machen, die ja dann eben auch entsprechend eine sogenannte Plotter-Datei dafür machen können. Und das ist ja das Tolle, ich brauche heute keine extra Programme mehr. Die können das also heute alles in einem. Wie gesagt, tolle Maske. Nächstes Mal habe ich sie auf. Vielleicht brauchen wir es auch nächstes Mal nicht mehr, aber ich glaube... Glaube ich nicht. Wir probieren. Auch nicht. Aber egal, wir sind ja guter Dinge und guter Hoffnung, dass das alles mal wieder besser wird und dass wir dann hier mit 100 Leuten sitzen können, die dann uns zuhören. Okay, dann würde ich sagen, Friederike, erklär doch einfach noch mal ein bisschen was zu dem, einmal vielleicht noch mal mit der Thermogase und dann, was du noch so mitgebracht hast. Also ich würde dann gerne da mal rübergehen, weil ich hier so ein bisschen meine ganzen Fliese aufgebaut habe. Und zwar haben wir ja wirklich diese Geschichte, ein Anfänger, ich hatte es eben schon mal gesagt, kauft sich eine Stickmaschine und er braucht Stickvlies, geht in einen Laden, steht vorm Regal. Und ist erstmal überfordert. Und ist total überfordert. Also wir haben es jetzt auch am Wochenende gerade auf der Kreativa wieder gesehen. Mhm. Wir hatten einen großen Stand und alle Fliese schön sortiert. Und dann standen die Damen da, ja, und was nehme ich denn jetzt? Ja? Ganz klar, klassisch ist mal erst ein Ausreißvlies, auswaschbares Vlies. Ja? Also hier habe ich jetzt mal die ganzen ausreißbaren Fliese hingelegt. Das sind die ausschneidbaren. Hier kommen wir in den Bereich auswaschbar und da oben diese Thermogase, die wir gerade drüben mit dem Holger so ein bisschen besprochen haben, die also wirklich aussieht, sieht so ein bisschen aus wie Verbandstoff, wie harter Mull. Also man kann es wirklich mit so einem knochenharten Mull vergleichen. Also es hat eine unglaubliche Stabilität. Ich benutze sowas für Gelee am Arm. Das darfst du gerne machen. Also nicht das, aber sieht so aus. Und wenn es dann gestickt ist, schneiden wir einfach außenrum grob aus. Und wie man das ausbügelt, werde ich euch gleich mal drüben zeigen. Sollen wir es jetzt schon mal zeigen oder sollen wir es später zeigen? Wie du möchtest. Also ich
sollen wir rübergehen und ich, ja, dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das ausbügelt. Die Heidi, die startet gleich mal ihre Maschine. Okay. Da haben wir nämlich eine Datei, die wir einfach jetzt mal hier, während wir erzählen, laufen lassen können. Dass ihr zwischendurch auch mal sehen könnt, wie wird es gestickt auf der Maschine. Du musst eigentlich nur den Startknopf drücken, die hat alles drin. Hier? Nee, einfach nur. Oh, die Bimmel. Einfach nur hier auf den Startknopf. Ach so. Ja. So, eine Frage haben wir hier schon von der Sabrina. Ja. Sind diese Fliesen nur fürs Sticken oder auch fürs Patchworken geeignet? Man kann sie auch fürs Patchworken verwenden. Okay. Also viele Patchworker, die benutzen auch schon mal Fliese beim Nähen, um sie unten drunter zu legen. Ja. Oder in Sandwich-Technik. Also auch, ja, auch für den Patchwork-Bereich. Ich glaube, du hast auch da Sachen nachher genau, zum Zeigen. Genau, ich habe eine Patchwork-Decke jetzt mit, die ich euch dazu schon zeigen kann. Und zwar nutze ich dafür beim Sticken. Es gibt also ganz viele Stickdateien, die man zu Patchwork-Decken zusammensetzen kann. Mhm. Und wir Patchworker möchten ja bei unserem Quiltmuster dieses typische, krumpelige... Den Handeffekt haben. Den Handeffekt ja. haben. So, würde ich das Ganze jetzt mit einem Ausreißvlies oder mit einem Schneidevlies unterlegen, wie kriege ich mein Vlies aus diesen kleinen Zwischenräumen raus? Ja, ich setze mich stundenlang hin und fiddle mit der Pinzette alles schön hinten ja. raus. Und da nutze ich halt ein auswaschbares Vlies. Mhm. Und zwar hier oben das... Wo ist es? Fabrisolvi. Das ist also wie ein Gewebe. Kannst du es so sehen? Schau mal, das ist also ein festes Gewebe. Mhm. Das spanne ich in den Rahmen ein, sticke meine Datei ab und quilte, mache dann meine komplette Patchwork-Decke fertig, nähe sie zusammen, mache mein Binding drum und ganz zum Schluss schmeiße ich meinen ganzen Quilt in die Waschmaschine. Okay. Was kommt heraus? Okay. Ein Quilt, der auch diese Optik hat. Mhm. Ja? Und das machst du also bei, wird das, du machst das praktisch direkt beim Sticken, bevor das die ganze Wattierung und das alles reinkommt. Also die Wattierung wird bei diesen Dateien schon untergelegt. Ja. Mhm. Ich arbeite also praktisch im Rahmen mit meinem Solvi. Und dann in der Floating-Technik, also locker oben auflegen, erst das Betting, also das Volumenvlies, dann mein Oberstoff, dann wird außenrum erstmal ein Heftrahmen gemacht und dann lasse ich die Stickdatei in der angegebenen Reihenfolge durchlaufen. Okay. Wenn du das einmal von der Seite erklären würdest, wenn du hier rüberkommst, irgendwo. Nein, ich komm. Denn die Kamera kann deinen Rücken nur einfangen. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, ne? Das ist richtig, aber deine Augen sind noch schöner. Ach, danke. Fall nicht hin. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben vor lauter Rücken? Für die Backing. Wir haben genau. Also wir machen dann alles fertig. Ja. Genau. Und dann schmeiße ich sie in die Waschmaschine. Okay. Damit löst sich mein Vlies aus. Mein Volumenvlies ploppt wieder schön hoch. Mhm. Und ich habe genau das, was ich erreichen will. Okay. Ich muss deswegen fragen, weil ich muss sagen, ich kann zwar die Stickereien, die für Patch oder sowas benutzt werden, aber ich selber habe noch nie gepatcht. Das muss ich mal vielleicht irgendwann mal probieren. Ja, es ist eine ganz spannende Geschichte. Ja. Also ich habe da also schon riesen Decken, 2x2 Meter mitgemacht. Ja. Und da gibt es ganz viele Dateianbieter auch, die gerade im Bereich Quilten, Patchworken ein wirklich gutes Angebot an schönen Dateien Mustern haben. Okay. Und die werden im Prinzip alle nach dem gleichen Aufbau gemacht. Gut, ich meine, ist vielleicht mal für mich ein Thema, vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr, dass ich mich mal damit beschäftige. Genau. Denn ich muss dazu sagen, es gibt so wahnsinnig viel mit diesen Maschinen, was man heute machen kann. Ja, man denkt immer nur Sticken, aber letztendlich, man kann auch Thema ITH, wir haben es eben gehabt, ja? Das ein fertiges also Produkt aus dem Rahmen holen. Ja. Ja? Das ist eines der Themen der nächsten Sendung, noch nicht komplett, aber vielleicht Anfang nächsten Jahres. Weil wir müssen halt immer ein bisschen gucken, wie kriegen wir auch ein bisschen Fachleute dafür. Denn ITH hört sich immer so toll einfach an. Aber selber programmieren muss man, glaube ich, schon erstmal wissen, um was es da geht. Denn oft, ich hatte es schon oft in Kursen auch, man hatte dann die ITH-Datei dabei.
hat aber die Anleitung nicht dazu dabei. Und dann war das ein bisschen schwierig. Dann ist es schwierig. Also wenn man keine Erfahrung im ETH-Sticken hat. Ja. Also ich erkenne an der Datei, ich brauche die Anleitung nicht, genau was eigentlich gewünscht ist. Ja. Aber Anfänger tun sich halt damit Anfänger tun sich fürchterlich schwer. Und ganz beliebte ETH-Dateien... Ist zum Beispiel auch eine. Es ist eine ETH-Datei, genau. Aber es gibt ja auch ETH-Dateien, ich kann es hier mal zeigen, wo halt der Reißverschluss schon direkt mit eingenäht ist. Ja. Ja? Und viele Mädels, die sagen, oh Gott, nein, Reißverschluss einnähen geht gar nicht. Mhm. Ja? Zucken total zusammen. Und dabei ist es absolut einfach, mit der Stickmaschine den Reißverschluss richtig sauber einzunähen. Ja. Ja? Da machen wir aber ein extra Thema draus. Und da machen wir ein extra Thema draus. Genau. Jetzt sind wir wieder bei Britta. Mit Britta haben wir bei der allerersten Sendung immer gesagt, machen wir ein Sonderthema. Kannst du dich noch daran erinnern? Wir machen ein Sonderthema. Wir machen ein Sonderthema. Ja. Und das war dann in der ersten Sendung, weil Britta war so begeistert von dem, was wir da machen, machen wir eine Sondersendung, machen wir eine eigene Sendung. Genau. Und da sind wir jetzt eigentlich dabei. An dem Punkt, dass wir da eine Sondersendung machen. Richtig. Und jetzt machen wir eben unsere Sondersendung heute. Oder das besondere Thema ist eben heute eben Fliese. Okay, das war die Fragebeantwortung zum Thema Quilten. Man kann natürlich auch diese wasserlöslichen Fliese für alle möglichen anderen Sachen machen. Ein wunderbares Thema ist ja immer Frottee besticken. Genau. Dass man das oben drauf legt, dass das... Also dickere Sachen besticken, also flauschige Stoffe. Jetzt nicht nur Frottee. Fleece, diese Wellness-Fleece, Minky, alles was, eigentlich alles, wo die Tiche einsinken können. Wo sie einsinken können, ja. Da nutze ich wasserlösliches Fleece, was ich mir auch oben drauf lege. Wobei ich da dann nicht dieses Fabrisol wie auflege. Das wäre ein bisschen dünner, oder? Nein, wenn ich das verhindern möchte, nehme ich nicht das Fabrisol wie, sondern dann nehme ich hier dieses... Moment, jetzt muss ich mal... Wo ist meine Brille? Wo ist die Brille? Wo ist meine Brille? Meine Brille ist weg. So, das trifft sich gut. Dann hat die Friederike kurz Zeit, nämlich ihre Brille zu suchen. Ich stelle hier noch eine Frage. Ach, jetzt hast du mir die Überleitung kaputt gemacht. Nee, Überleitung. So. Ja, bitte. Nichtsdestotrotz. Fadenfee Bieber fragt, gibt es von Sulke eine PDF mit Übersicht, welche Stickfliese es gibt und wofür sie zu verwenden sind? Ja. Auf der Homepage findet sie leider gerade keine Zusammenfassung. Doch, es gibt auch eine Zusammenfassung. Und zwar habe ich die sogar hier gerade ausgedruckt dabei. Das ist die Übersicht Stabilisatoren Sulki Übersicht. Aber bitte, sie müsste im Prinzip direkt auf der Startseite bei den Stabilisatoren zu finden sein. Jetzt müsste man nochmal nachgucken, weil die habe ich mir nämlich ausgedruckt. Ja. Sulki-Schubli. Siehste, da oben seid ihr da schon. Ja, aber ich muss ja noch das Kabel hier ranmachen. Ich und meine Verkabelungen. Zulki-Shop. Ich weiß nicht, warum ich das... Gucken? Ja. Gehen wir mal die Produkte. Und da haben wir die Stabilisatoren. Also ich weiß, dass ihr es drauf habt. Wir haben es drauf, ja, also definitiv. Interessante Dinge, ne? Es ist definitiv drauf, jetzt ist die Geschichte. Immer wenn man sucht, findet man es nicht. Immer wenn man sucht, findet man es nicht. Aber mir sagst, wer das ist, ich setze mich mit ihr in Verbindung und lasse es zukommen. Wenn wir es nicht jetzt sofort hier finden. Würde ich dann auch so sagen. Ja? Ja. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ja. Oder die Fadenfee Bieber meldet sich bei dir über Facebook. Mhm. Habt ihr auch eine Gruppe? Wir haben selber keine Gruppe. Wir haben nur die, wir haben Sticken 4.0, aber nicht als Gruppe. Ja. Also als Gruppe wäre dann wirklich nur der Fadenhexer. Dann nehmen wir halt den Fadenhexer. Das ist der,
die Community, die auch hier gerade guckt, von da wird sich das treffen. Ja. Dann würde ich sagen, die Biber meldet sich dort und dann könnt ihr euch dort auch kurz schließen. Genau, sie kann sich auch mit mir direkt in Verbindung setzen. Ja. Über also Instagram. Kannst du direkt in die Kamera den Aufruf machen, Biber, meld dich. Biber, meld dich bei uns. Wir helfen dir weiter mit, mit der Übersicht der Stabilisatoren. Also entweder bei uns auf der Facebook-Gruppe und dann leite ich es weiter. Oder ihr geht auf Instagram. Auf Instagram unter Klakavi. Da findest du mich auch. Und da darfst du mich auch jederzeit anschreiben, wenn du noch weitere Fragen hast. Und die werden bestimmt kommen. Garantiert, klar. Also wie gesagt, wenn ihr immer Fragen habt, gerne immer an uns schicken. Wir helfen, wo es geht, weiter. Denn wie gesagt, nur so kann man auch effektiv arbeiten, wenn wir euch mal noch den einen oder anderen Tipp geben. Genau. Denn sie ist nämlich genauso verrückt wie ich. Sie ist dafür, dass man gute Stickergebnisse in guter Zeit erzeugt. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen soll Spaß machen beim Sticken. Und nicht dann, wenn man jetzt das falsche Vlies hat. Weil, mir ist das nämlich schon passiert am Anfang. Sorry, hatte ich muss einmal, okay. einmal Luft holen. Also ich hatte das einmal bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich auch noch so unerfahren. Bei meiner ersten Stickerei habe ich gedacht, naja, das muss schön fest sein. Habe ich mir Vlies geholt, was natürlich dickes Reißvlies. Und ich riss und hatte dann eben auch die Stickerei in der Hand, aber nicht mehr ein fertiges Teil. Ja. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Ne? Du hattest eben das Thema Frotte und dicke Stoffe. Genau. Dafür gibt es dieses Solvi. Mhm. Man sagt immer, es ist eine Folie. Klar, es fühlt sich an wie eine Folie, ist aber kein Plastik. Mhm. Also bitte jetzt nicht denken, wir haben hier eine Plastikfolie, sondern das ist eine Folie, die aus Stärke und Alkohol und Viskose besteht. Glukose besteht, also im Prinzip. Also das ist auch was für zuckerkranke Alkoholiker, in Wasser auflösen. In Wasser auflösen und Prost, das lege ich oben auf meinen Frotteestoff oder Fließstoff drauf. Damit sinkt mir die Stickerei wirklich nicht ins Gewebe ein. Mhm. Das nutze ich allerdings auch auf Jersey. Mhm. Also wenn man jetzt hier mal schaut, ich habe hier auf einem French Terry, der eigentlich relativ dünn ist, habe ich diese Full-Stitch-Datei Und ganz, ganz wüst in alle Richtungen bewegend. Genau. Hier einmal den Ärmel bestickt, beziehungsweise, komm, dreh dich mal rum, junge Lady. Hier vorne diese wirklich Full-Stitch Frieda drauf gestickt. Und extrem, also man merkt es auch, wenn man hier drüber geht, es ist extrem dicht. Es bleibt weich und es ist extrem dicht. Ja. Da gehe ich dann hin, weil ich auch die Rückseite kein Vlies mehr haben möchte. Es soll halt einfach weich bleiben. Mhm. Spanne ich in den Rahmen mein Fabrisolvi ein. Das ist das Gewebe, was ich euch eben schon mal gezeigt habe. Ja. Nehme dieses als Stickvlies in den Rahmen. Mhm. Lege dann praktisch mein Vorderteil. Also ich nähe die Sachen immer selber und ich besticke immer, bevor ich es nähe. Macht lege doch mein Sinn. Vorderteil drauf. Ja. Wobei ich da noch hingehe und einfach ganz klein bisschen Sprühzeitkleber hier drauf, um mein Jersey zu fixieren oder mein French Terry in dem Falle. Du hast mir aber vorhin was ganz Tolles gezeigt. Das zeige ich euch gleich. Beim French Terry brauche ich es aber nicht, weil er doch eine bestimmte Stabilität schon hat. Okay. Du meinst meine Geschichte mit dem Jersey. Richtig. Ja. Trick 17 mit umfallen. Genau. Und dann lege ich praktisch nochmal hier mein Solvi oben auf und sticke. Ja, und damit habe ich eine unglaubliche Stabilität auch schon wieder erreicht. Und es geht alles raus. Und es geht alles raus. Und ich habe wirklich nur noch den Faden übrig, der gestickt hat. Mhm. Habe kein Ausreißvlies dahinter. Kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. Es kann überhaupt nichts passieren. Nein. Und ich finde es einfach unglaublich schön, dann von der Haptik noch nur die Stickerei da drauf zu haben. Ja, das ist auch, wenn man merkt, wenn man es anfasst, ist es sehr, sehr weich. Es bleibt auch weich. Also da passiert auch nichts, es bleibt weich. Gut, es gibt immer noch Leute, die sehr, sehr empfindlich sind. Mhm. Also es gibt ganz hautempfindliche Menschen. Und da haben wir noch die Möglichkeit, dann zum Schluss dieses Tender Touch, oder man macht es auch ganz viel für Säuglinge, wenn ich denen so Bodies bestickt habe. Das hier. Genau, dass es vielleicht reibt. Denn wir haben natürlich durch das Sticken
hinten kleine Knötchen. Irgendwo lässt muss sich der, nicht vermeiden. Es muss ja verstickt werden. Ein Kleinkind oder ein hautempfindlicher Mensch, der reagiert da vielleicht ganz anders drauf als du. Du merkst es wahrscheinlich. Du weißt ja gar nicht, was ich für eine zarte Haut habe. Oh. Vielleicht hast du ja schon Tender-Touch drauf gemacht. Ja. Hatte ich auch schon, ja. Gut. Also ich mache es ganz gerne, wenn ich eben auch für jemanden ein T-Shirt besticke. Wo man nicht weiß, wo man, genau. Genau. Gerade da, weil meistens die Embleme sitzen ja genau dort, wo es weh tut. So. Richtig. Und dann gibt es hier dieses Tender-Touch. Das ist ein ganz weiches Gewebe. Trägt auch nicht auf, versteift dir auch nicht die Stickerei. Ja. Und das kannst du aufbügeln. Ja? Mhm. Gehst hin, schneidest dir das so ungefähr in der Größe aus, wie du es haben willst, bügelst es von hinten auf und fertig. Ja. Und dann kann man immer noch mit so einer wunderbaren Applikationsschere das noch so kannst du es noch schön ausschneiden, genau, dass du wirklich nur den Bereich knappkantig hast. Am Rand das hast. Und okay. Selbst nach 100 Wäschen, es bleibt drin. Das ist natürlich super. Also es passiert da nichts. Das ist ja auch mal eine Frage, also das habe ich schon sehr oft gehört, hält das auch? Es hält, ja, und, also gerade Babybekleidung, ja. Ja, die ist ja manchmal mehr in der Waschmaschine als am Baby. Kind, ja. Und ich habe noch nie Reklamationen gehört, dass jemand gesagt hat, mir fliegt meine BSN-Folie von der Rückseite, meinem Tender-Touch weg. Mhm. Nee, also deswegen, Heidi, du kannst uns ja beipflichten. Du hast ja auch schon vorhin schon ganz viel über die Sachen gesprochen, so ein bisschen im Vorfeld, weil du natürlich, du bist immer die alles aufsaugt, das weiß ich. Und ich glaube, du bist auch der Meinung, oder du kannst uns bestätigen, also wie gesagt, mehr als 3 Fliese haben ihre Berechtigung, sind auf auch wichtig. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Okay, wir gehen jetzt langsam in die erste Gewinnrunde. Es ist ja schon kurz nach. Und nach der Gewinnrunde zeige ich euch dann wie man das den auch. Trick, okay, den du sehen den wolltest. Ja, mein Trick. Und wie gesagt, wir haben jetzt erstmal den Gewinn des Magazins und das vorletzte Magazin und einmal das Datenbuch. Falls das noch niemand kennt, das ist also ein Büchlein, das haben wir vom Fadenhexer konzipiert, in dem man alle Maschinen wunderbar eintragen kann. Man hat alles griffbereit mit Seriennummer, Kaufdatum, Registrierung. Es gibt in dem eine kleine Übersicht, in der ich dann auch per QR-Code einfach die Seite aufrufen kann mit Mobiltelefon oder mit einem Tablet. Kann man sich also wirklich, wenn man es so bestellt, 1,70. Ansonsten heute kostenlos zum Gewinnen. Also das gibt es jetzt, wenn ihr jetzt anruft, man schaltet uns, glaube ich, dann nachher durch. Ja? Okay. Holger? Ja? Läuft die jetzt bewusst so langsam wegen der Stickerei? Nee, das haben wir bloß vielleicht vorhin verstellt. Wenn du einfach an der Seite mal greifst, hast du einen Schieberegler. Ah ja, dass die mal Power kriegt. Also nicht, dass man denkt, die ist kaputt. Also du kannst sie ganz hochschieben. Also mich macht es nervös, wenn eine Maschine so langsam läuft. Ja. Gibt aber auch Materialien, da empfiehlt es sich, wobei wir jetzt laufen. Hier... So? Du kannst auch noch hin. Schneller. Voll? Wie viele Stiche macht sie? Also wenn sie voll Pulle arbeitet, macht sie bis zu 1000 Stiche pro Minute. Lass mal sie langsamer laufen, weil dann haben wir hier noch, brauchen wir nicht dagegen anzureden. Ja, hier okay. Ist jetzt gleich die auf 2 Stunden reduziert. Also das könnten wir so gerade in einer Stunde fertig haben. Okay. Also sie sagt, sie macht ja immer jetzt, sie wird ja auch langsamer und schneller, je nachdem, wie die Stichlänge sind. Genau. Und danach richtet sich dann auch, die rechnet, die kalkuliert immer nach der aktuellen Geschwindigkeit die Stichzeit neu. Also die ändert sich ständig. Ja. Ja. Aber du kannst ruhig, gut, sonst haben wir sie zu laut, hast recht. Okay. Der Jan stellt mir dann, glaube ich, jemanden durch, gell? Holger? Ja. Hast du eigentlich eine Gewinnspielfrage gestellt? Ach so, ja. Ich habe gesagt, was man gewinnen kann. Okay. Die Frage wäre, auf welchem Material sticken wir diese wunderbaren Sachen? Wurde mehrfach genannt. Habt ihr euch den Namen gemerkt? Ich habe ein paar Mal gesagt, wir haben ihn öfter gesagt. Also wir haben schon ein paar Mal erwähnt. Und es ist kein Solvi. Das genau. Können wir nochmal sagen. Es ist kein Solvi. Es ist kein Solvi. Okay. Heidi passt auf unsere Maschine auf. Pass auf, dass nichts passiert. Und du wolltest uns jetzt diesen
zauberhaften Trick. Den zauberhaften Trick? Den wunderbaren Trick, den Kann ich da was gewinnen, wenn ich ihn euch verrate? Du kriegst das nächste Magazin von mir so zugeschickt. Ehrlich? Ja. Danke. Ja? Okay. Es ist schade, dass man heute unser Gesichtsspiel dazu natürlich nicht sehen kann. Aber ja, es ist wirklich schade. Aber ich finde immer, also die Mimik, die sagt ganz viel aus. Und ihr müsst damit leben, dass ihr nur eine halbe Mimik heute habt. Aber Gott sei Dank, wir fangen nicht an, das Thema zu tanzen. Das ist schon mal wichtig. Nein, ja? Nein. Also wir tanzen jetzt nicht hier unser Solvi und mein Geheimnis auch nicht. Also, jeder kennt das Problem. Jersey besticken. Mhm. Jersey ist ein Material, das zieht sich wie ein Kaugummi in alle Richtungen. Und genau das macht es auch beim Besticken. Ja, und dann gibt es irgendwann Wellen oder es Wellen zieht sich und zusammen. Knubbel. Ja. Und die wollen wir sehr gerne fressen Maschinen auch Jersey. Und das, man fängt an und das Jersey wird so richtig schön nach unten in die Spulenkapsel reingezogen. Dir bleibt nichts anderes übrig. Du machst unten alles auf, nimmst ein scharfes Messer, wie ich es gerne mache. Macht es nicht, sonst habt ihr nämlich so Narben drauf, wie ich auf den Händen. Fährt mit dem Messer drunter, um es überhaupt wieder freizuschneiden. Ja? Und das ganze Material ist im Und Eimer. Es ist alles hinüber. Ja. So. Ich manipuliere mein Jersey vorher. Und zwar, wenn wir mit wasserlöslichem Vlies, also mit dem Solvi, arbeiten, ich schmeiße grundsätzlich keine Solvi-Reste weg, sondern die sammle ich. Und wenn ich dann irgendwie, egal ob ein gekauftes T-Shirt oder auch ein T-Shirt besticke, was ich selber genäht habe, dann löse ich mir in einem Plastikbehälter ein bisschen Solvi auf, je nachdem, wie stark ich das haben will. Mehr, viel hilft viel natürlich. Ja. Löst es auf und legt meinen Stoff da komplett rein. Ja? So, dann bügele ich das trocken und was habe ich? Ein Brett. Oh, cool. Ganz kurz. Mal schnell ran. Bleib beim Brett. Dreimal, gell? Ach, das ist ein rotes Telefon. Hallo, Holger hier. Rotes Telefon. Hallo. Es ist ganz Machst du mal die Maschine kurz aus? Sehr, sehr leise. Hallo? Hallo? Also wir verstehen das ganz schlecht. Aber rufst du mit einem Mobiltelefon an? Mit dem Headset? Mit dem Headset. Ich habe die Rückkopplung immer dran. Nein. Wir können es leider sehr schlecht verstehen, aber ich frage mal Jan. Jan, hast du die Daten von der Dame? Ich habe die Telefonnummer. Okay. Wir verstehen das ganz schlecht, aber der Jan ruft gleich zurück und schreibt dann alles Notwendige auf. Wir wünschen dir mit dem Buch, mit dem Heft tolle Ideen. Und wenn Fragen sind, auch du kannst dich jederzeit bei uns melden. Das ist, glaube ich, das Einfachste, weil wir verstehen leider heute nichts. Liegt wahrscheinlich am Headset, aber egal. Der Jan hat alle Daten, er ruft gleich zurück und wir sagen noch einen schönen Abend und viel Spaß noch beim Rest der Sendung. Okay, gewonnen ist gewonnen. Okay. Gewonnen ist jetzt gewonnen. Hat man es gerade gehört. Ja, jetzt gerade. Ja, war das okay, war noch nett. Ja. Holger ist der Chef. Genau. Deine Sendung, deine Regeln, alles gut. Ja. Was soll man machen? Ich meine, sie war ja dran. Sie war also dran sie und sie ist durchgekommen richtig. Und gut ist. Genau. Ja. Und wir wünschen, wie gesagt, viel Spaß beim Lesen. Also. Okay, wir waren beim Brett. Wie gesagt, bügelt es dann trocken und habe dann einen Jersey, der sich nicht mehr bewegt. Der Stretch ist raus. Ich habe das halt wirklich fixiert. Und kann jetzt hingehen und spann wieder mein Fabrisolvi, mein wasserlösliches Gewebevlies, wo habe ich es, wieder in den Rahmen ein, bisschen Sprühzeitkleber drauf, lege meinen Jerseystoff oben drauf, lege dann mein Solvi einmal oben drauf und sticke mein Muster. Dann habe ich praktisch so ein Sandwich. Und wenn ich fertig bin, ab in die Waschmaschine und ich habe ein butterweiches
Teil, was bestickt ist. Diesen Tipp würde ich gerne mal übernehmen. Gerne. Für Zuschneiden von Jersey. Ich wollte es gerade sagen, du kannst dir diese Lösung auch in die Sprühflasche packen, weil hier sieht man es ganz toll, Jersey hat die blöde Eigenschaft, immer am Rand zu rollen. Jetzt schneidest du dir Bekleidung zu und du jedes Mal rollt es. Einfach nass machen, trocken bügeln, fertig. Ja, es bleibt liegen. Vor allen Dingen nach dem Zuschnitt, Saumzugabe, das ist Katastrophe. Wenn man dann an die Coverlook will, das ist echt eine Katastrophe. Du hast von unten dann immer diese Rolle drunter und das hast du dann nicht mehr. Mhm. Probiere ich aus. Ganz ehrlich, ich habe diese Sache aus der Patchwork-Welt übernommen. Weil wenn die ganz kleine Quadrate oder was zuschneiden müssen, wollen die natürlich nicht, dass denen ein Baumwollstoff schon außen ausfranst. Ja. Ja? Die machen das mit einem anderen Material. Die machen es halt auch steif. Sprühen es ein, dass es steif ist und schneiden dann zu. Ja. Ja? Dass du wirklich auch richtig schöne Quadrate hast. Wir rufen nochmal eben an. Aha, okay. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Sie hat wieder ihr Headset auf. Können wir jetzt was hören? Ja, ich höre auch was. Okay, wunderbar. Wie ist denn dein Name? Susanne Schmidt. Susanne Schmidt. Okay, wunderbar. Du hast ja schon gesehen, was du gewonnen hast. Ja, ich hab's nur leider schon. Man bringt mir. Da siehst du mal, ich kann sogar auf 8 Meter frei sprechen. Ja. Ja. Okay, nein, also wir wünschen dir viel Spaß mit dem Heft und wenn du Fragen hast, wie gesagt, im Heft sind alle Daten drin, wie du uns erreichen kannst, jederzeit gerne einfach durchmelden. Ja? Einfach mal nochmal melden, ja genau. Genau, ja. Gut, aber ihr habt mich gar nicht gefragt, wie die Lösung ist. Okay, ich vergesse, ich bin schon halb im Urlaub, morgen Abend um die Zeit sitze ich schon am Strand auf Kreta. Okay, aber ich glaube, es war Thermofix, ne? Nee, nein. Das war jetzt nicht richtig. Aber wir lassen es. Nein, das. Und nu? Hat sie leider nicht gewonnen. Thermo war schon gut. Thermo war gut. Thermofix? Kannst du ran? Nee. Nee. Nein? Was machen wir jetzt? Es war auch nicht der Thermomix. Vorschlag zur Güte. Ich suche noch mal zu Hause nach einem weiteren Heft. Müsste dann aber ein anderes schicken. Dann lassen wir das Heft für jemand anders. Ist das okay für dich? Okay, ja, ist okay. Wir haben das trotzdem, wir haben ja alle Daten. Wir schicken dir ein anderes Heft zu. Mhm. Ja? Mhm. Okay, danke. Okay, bitte. Schönen Abend noch. Tschüss. Holger, du bist urlaubsreif. Ja. Ja, okay. Reif für die Insel. Okay, dann geben wir noch mal jemandem die Chance. Jan, kannst du gleich noch mal jemanden durchstellen? Oder? Aber sicher. Okay. Dann hoffen wir mal, dass es diesmal richtig ist. Ja. Ja. So. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt weglaufe, dann klingelt's. Diesmal brauchst du es auch nicht hinterher tragen. Dann wird das Geheimnis gelüftet. So, Holger hier, hallo. Hallo. Wie ist dein Name? Regine ist mein Name. Regine, wunderbar. Regine, was ist denn das Lösungswort? Jetzt machen wir es richtig. Thermogase. Richtig, das ist die Thermogase. Perfekt. Und wie gesagt, du gewinnst jetzt das Nummer 1 und ich guck mal, vielleicht haben wir für die andere Dame auch nochmal Nummer 1. Ich schaue mal nochmal im Archiv nach. Soll ja keiner sagen, wir machen hier irgendwas verkehrt, weil der Fehler steht heute hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Verzeiht es mir so ein bisschen, aber wie findest du denn die Sendung bis jetzt? Ist mein Glück jetzt, ja. Ja. Wie findest du denn die Sendung bis jetzt? Gut, finde ich. Ich finde es sehr informativ, ja. Okay. Genau. Wunderbar, dann bleib dran, es gibt noch mehr Ideen und auch noch mehr Tipps. Ja? Super. Wunderschönen Abend noch. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Jetzt haben wir es richtig. Okay. Jetzt haben wir die Thermogase. Richtig. Genau.
Wir waren bei der... Also ich denke mal, das ist soweit ganz okay. Gut rübergekommen. Also probiert es aus, ihr werdet begeistert sein und werdet auch echt keine Angst mehr haben, ein T-Shirt zu besticken oder... Also bei einem gekauften T-Shirt könnte ich natürlich jetzt sagen, ah ja, das ist ja fertig, ich packe das ja nicht komplett in die Lösung rein. Mhm. Ja? Dann gehe ich hin und nehme es in die Sprühflasche und die Bereiche, die ich bestickt haben will, die mache ich nass, bügel sie dann halt trocken und habe das, mein Ergebnis. Trotzdem genauso schön und genauso super. Gut. Okay. Und vor allen Dingen, dieses Brett, nenne ich es immer, kann sich auch nicht nach unten einfressen. Mhm. Ja? Ja. Und da kann wirklich auf einem dünnen Jersey eine ganz dichte Full-Stitch-Datei drauf. Man soll es nicht glauben. Mhm. Also ja, die meisten trauen sich nicht. Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Ja? Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Maschine mein Jersey frisst oder wenn der Jersey dann an zu rutschen fängt. Ja? Mhm. Weil Jersey soll man ja auch nicht einspannen. Ich spanne ihn nie ein. Du kannst, ja, wenn je nach Jersey hast du schon mal die Probleme, dass du dann außen den Rahmenabdruck hast. Da musst du mal mein Heft lesen, da haben wir das gezeigt, wie man das verhindert. Das verhindert, genau. Ja, aber ja. Trotzdem, es gibt Jersey, je nachdem, wie sie gedruckt sind. Ja. Hast du schon mal so leichte Schatten drauf, ja? Und dann gehe ich halt auch hin und ich habe hier meinen Rahmen liegen. Da kann ich das mal gerade dran zeigen, wenn ich es also nur auflege, lege ich mein Jersey drauf und mein Film drüber und dann gehe ich halt gerade mit ein paar Stecknadeln außen am Rand und tacke es mir fest, wenn ich keinen Sprühzeitkleber habe. Das hilft auch mal ganz gut. Mhm. Nur bitte dann beachten, dass man außerhalb des Stickfeldes feststeckt. Oder man nimmt die Funktionen des Heftrahmens. Heftrahmens, genau. In vielen Maschinen ist ja ein Heftrahmen mittlerweile sogar schon einprogrammiert, ja, den kannst du ja dann hinzufügen beim Editieren von den Dateien. Mhm. Es gibt ein paar Maschinen, ich glaube, die haben es noch nicht. Ja. Aber so Freebies kann man sich im Internet runterladen. Gibt's also auch, die gibt es also überall. Ja? Okay. Ja. Und ein Heftrahmen ist ja wirklich gerade nur ein ganz langer Stich. Ja. Genau. Also wir haben ja aber jetzt auch schon viel über diese Thermogase gesprochen. Ja. Wir haben es auch gezeigt, wie sie aussieht, wenn sie bestickt ist, aber du wolltest uns ja jetzt auch mal zeigen, wie ich die ausbügel, wie du sie rauskriegst. Also dann zeige ich euch jetzt mal, wie man die rausbügelt. Denn da trauen sich auch oft die Damen nicht so ran, weil sie immer Angst haben, dass sie sich eventuell die Stickerei verbrennen. Nee. Ist mein Bügeleisen an? Jo. Ist nicht an? Doch, ist an. Okay. Es ist an. Also ich mache das ganz einfach. Volle Lotte. Ich glaube, es ist besser, wenn du mit der Kamera hier rüberkommst. Wo möchtest du hin? Also, ich nehme immer die linke Seite. Mhm. Und ich fange jetzt mal hier vorsichtig an, von außen. Musst du schon hohe Temperatur haben? Ich habe hohe Temperatur. Mhm. So, und jetzt seht ihr schon, wie sich das verfärbt. Und, ja, wie verbrannt, ne? Und das wird ein Staub. Schau mal. Ja, und das, wie gesagt, das ist diese Technik Ausbrennen. So, das ist wirklich dieses Ausbrennen. Also ich kann hier so drüber gehen. Die brauche ich aber jetzt. Und kann auch mit meiner Bürste das einfach schon wegbürsten. Mhm. Ja? Und wenn du mit Dampf drüber gehst? Das bringt trocken. Das ist also immer trocken. Muss trocken. Bitte trocken. Ja. Kein Dampf. Ja. Trocken. So, und wenn ich jetzt hier mal so nur mit der Spitze in der Mitte reingehe. Also man kann da ruhig richtig schön beherzt zur Sache gehen. Und da siehst du, wie es wegbröselt. Du hast das doch auch mit diesem Luangsgang gemacht, ne? Ja. Und, geht problemlos. Da habe ich allerdings, damit das Material ein bisschen geschont wird, da habe ich einfach ein Tuch zwischengelegt. Genau. Also es gibt noch eine ganz einfache Möglichkeit. Wenn man einen Plotter hat und man hat eine Transferpresse, cool, ja, leg's in die Transferpresse. Wahnsinn. Hast du es gerade gesehen? Ja. Kannst du es einfangen gerade? Also hier sitzt es ja noch drin, wie es rausfliegt. Und man kann ganz beherzt, da passiert nichts. Es passiert wirklich überhaupt nichts. Du kannst da richtig
drüber bürsten. Das ist immer das, was ich jetzt auch mal gut finde, dass man das auch mal sieht von jemand anders. Richtig. Weil, also du kannst wirklich, du machst nichts verkehrt. Ja, weil man fragt uns manchmal... Und bitte nicht Angst kriegen, wenn es braun wird. Ja. Ja? Ja. Um Gottes Willen, es verkokelt und mir verkokelt mein Garn. Nein, tut's nicht. Es ist wirklich das Material. Geht's raus. Von der Temperatur verträgt das Garn noch mehr wie diese Einlage? Das Garn, ja. 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 Was hast du hier in Reihern genommen? Ja. Passiert gar nichts mit. Also ich habe es ja, wie gesagt, mit dem Nurex-Faden auch gemacht. Ich habe das auch mit Baumwollfaden gemacht. Ich probiere halt immer einfach, ich muss ja sagen, ich bin ja ich mache keine künstlerischen Sachen, sondern ich probiere wirklich aus, was verträgt das, was kann man damit machen, einfach um das zu zeigen, denn wir machen ja dann auch die Aufnahmen dazu nochmal, je nachdem, was wir da zeigen wollen. Genau. Und das ist, wie gesagt, für mich auch eine Sache gewesen, wo ich gesagt habe, mit der Hitze und dann da drauf. Ja, und, ja. Wir haben das also auch so gemacht, wer jetzt so hast eine... Hast du das offen liegen gelabt? Nein, das hatte ich in einem... War es in der Plastiktüte? Ja. Gut. Weil, da muss man eins zu sagen, wenn man diese Sachen sich abstickt und nicht sofort ausbügelt, packt die bitte in eine Plastiktüte. Warum? Weil das austrocknet und dann kriegst du es nicht mehr weggebügelt. Also muss ein bisschen Luftfeuchtigkeit haben. Ja, und das ist auch, dass man sieht, dass dort auf dem Tisch haben wir ja diese große Rolle liegen. Und die ist immer eingepackt. Also wenn man dieses Material lagert, wichtig, also... immer eingepackt in Folie. Genau. Ja? Nicht der Sonne aussetzen und auch nicht großer Hitze aussetzen. Das mache ich ja auch mit dieser wasserlöslichen Folie. Immer. Die immer wird knochenhart. Immer. Ja. So, und jetzt haben wir hier ein ganz weiches Spitzchen. Und jetzt nimmt man hinten also noch die Fäden, macht man halt gerade vom Stickfäden. Ich lasse immer nur dran, bis es vorausgebügelt ist. Wenn ich nicht viel selber, einfacher. Ja, aber wenn ich nicht selber bügel, dann weiß derjenige, der es machen muss, das ist die Rückseite. Genau. Ja. Er lässt, der Holger lässt nämlich bügeln. Naja, irgendwie muss sich ja die Anschaffung gelohnt haben. Ne? Ja, genau. Ja. Und ihr seht also jetzt hier auf dem Bügelbrett richtig schön diese kleinen Putzelchen. Also hier dürfen wir es auf dem Boden darfst du jetzt auch mal. Ich schmeiße nämlich jetzt runter. Und ansonsten? Das machen wir zu Hause nicht. Das darf ich nur hier, hat man mir gesagt. Ich weiß nicht, wie dein Boden zu Hause für die Pflege geht. Ich mache das auch. Der Sauger kommt in Einsatz. Ja. No? Aber, cool. Aber man sieht, es geht wirklich sehr einfach raus. Es ist total einfach. Weil, wie gesagt, viele trauen sich immer nicht mal einfach da was zu probieren. Ja, ist wirklich sehr, sehr weich. Ja. Und das also sind wirklich diese Thermogase kann zersucht werden. Das sind die Stickfäden. Und die werden noch weggemacht und dann war es das. Und die Stichdichten sind so hoch, dass also auch nichts passieren kann. Ja, ja, also gerade alles, was an Freelace digitalisiert ist. Ja. Und wir haben natürlich jetzt auch noch ganz kurz mal was an der Software. Sie bürstet noch ein bisschen und ich kann mal kurz an der Software. Was, sie bürstet so gerne? Achtung, eine Frage. Gleich zwei Fragen. Einmal, wo bekomme ich die Stickdatei für die Decken her? Ich habe jetzt, können wir die Maschine mal gerade? Ja. Die Stickdatei für die Decken. Soll ich die Frage die wiederholen? Die Stickdatei für die Decke? Genau. Die ist von Sweet Pea. Die Stickdatei von der Decke ist von Sweet Pea. Die Internetadresse ist SWPEA. Also Siegfried Paula Emil Anton.com. Und da findet ihr diese ganzen Stickdateien. Und auch einfach mal in die Maschinen schauen. Es gibt ganz viele Maschinen. Die solche Muster die auch schon welche drin haben. Die welche drin haben, sieht man jetzt hier also auch ganz gut. Wir haben hier in der Maschine auch so eine Decke, so eine kleine. Die lassen wir jetzt hier nebenbei so ein bisschen laufen. Mhm. Und hier sieht man auch noch mal ganz gut mit der Thermogase, wie toll das Ganze hier auch auf dem eingespannt ist. Und ich brauche weiter wirklich kein Material. Das Einzige, was ich empfehle, ist, wenn ich also so Endlosmotive mache, dass die ein bisschen stabiler sind am Anfang, lasse ich einfach, es bleibt auch hier, bleibt ja immer irgendwo was übrig, was ich weggeschnitten habe.
Da schiebe ich einfach unten drunter, wenn die Maschine anfängt zu sticken, und lasse das nochmal mitlaufen. Im diagonalen Verlauf. Genau, ein bisschen diagonal oder ein bisschen schräg, dass es also eigentlich wie so ein Doppelgewebe wird. Und dann werden diese noch ausdrucksstärker. Ja. Also wie gesagt, das ist... Also hier sieht man das Muster mal ganz gut auch nochmal, was es werden soll. Und also wie gesagt, in vielen Maschinen sind auch solche Muster drin. Schaut einfach mal nach. Ein Glöckchen für dich. Oh, das kriegt jetzt der Martin von uns. Der kriegt jetzt ein Glöckchen. Hat er neben dem einen Glöckchen noch ein zweites Glöckchen. Na, vielen die Dank. Die Fäden darfst du dir selber wegschneiden, ja? Soll ich dir ein Fläschchen geben? Und, oh. Super! Das ist aber auch schon für Weihnachten. Denk an den Weihnachtsstrauß. Ja. So. Friederike. Du darfst wieder. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Friederike. Hier. Ja. Mach doch noch mal einen Schritt rüber zum Bügelbrett. Eins, zwei, drei. So, jetzt nimmst du noch mal die Bürste in die Hand, schaust in die Kamera und jetzt erklärst du den Zuschauern bitte noch einmal, um was für eine Bürste es sich dabei handelt. Oh Gott. Ja, bitte? Also, diese Bürste, es ist eigentlich eine ganz normale Kleiderbürste. Ja, also es ist nicht also eine grobe Kleiderbürste. Aber wenn ihr jetzt genau nach dieser Bürste fragt, werdet ihr feststellen, die hat die Borsten so abgewinkelt. Ja, das ist die sogenannte, darf man Werbung machen? Klar. Ich zeig's mal, das ist die sogenannte Wunderbürste. Ja, die kommt eigentlich aus dem Reiterbedarf. Und da nimmst du jeden Flussel mit auf von deiner Bekleidung. Mhm. Ja, also ich bin auch ganz staubig jetzt vom Ausbügeln, dunkelblaues Sakko. Und du kriegst natürlich noch die Möglichkeit, wunderbare Stickereien damit zu veredeln. Genau. Mehrfachzweck. Also ich liebe diese Bürste, die liegt bei mir immer auf dem Zuschneidetisch. Mhm. Ja, also, man kriegt alle Fusseln weg. Ich hole mir alle Fusseln. In der Zuschneidematte hast du mal die Fadenschnitte drin. Mhm. Gehe ich halt drüber und es ist weg. Ist weg, ja. Ja? Ja. Und das liegt halt daran, dass die Borsten so abgewinkelt sind. Ja. Ja? Aber du kannst es mit jeder normalen Bürste machen. Ja. Und, ja. Aber auch noch ein Tipp, weil wir ja gerade am Bügeleisen sind. Wenn jemand die Solvi oder egal welche wasserlösliche Folie, außer jetzt vielleicht dieses Material, da würde ich es nicht unbedingt machen, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Frottee-Handtuch bestickt hat und hat die wasserlösliche Folie oben drauf, die dann einfach nur ganz kurz andämpfen, weil dann wird sie nämlich wie Gummi und dann kann ich die abziehen. Kannst sie wegziehen, ja? Genau. Einfach nicht draufhalten, sonst hast du den Klebpatsch ja am Bügelbrett. Nee, einfach aus Entfernung. Einfach nur so aus Entfernung und dann so. Richtig. Und dann wird das weich und ich kann das wie Gummi abziehen. Genau. Ist einfacher, als wenn ich das dann eben auch erst wieder rauswaschen muss. Genau. Weil ich kriege auch dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Buchstaben habe in einem O und oder außen einem P. rum hast du oder im Inneren vom O. Genau. Ja? Da gehst du entweder mit der Pinzette, aber wenn es so klein ist, dann halte ich dann auch eben mal kurz die Sachen dranhalten drauf. Und dann kann man es wunderbar abziehen. Denn gerade wenn die Damen halt gewerblich sticken, Aufträge sticken. Richtig, dann kann ich ja nicht immer erst alles waschen. Du kannst nicht hingehen und dann sagen, so, jetzt hast du ein gewaschenes Teil von mir gekriegt. Ja. Ja? Ja. Wobei man diese dünne Folie, die lässt sich ja so perforieren schon. Ja, das ist also ja fast rückstandslos weg, aber man hat immer so Fitzelchen. Richtig. Und die dämpfe ich dann auch gerade schnell weg. Und deswegen, also wie gesagt, auch da ein bisschen tricksen. Wir haben ja im nächsten Heft auch nochmal dieses Thema aufgegriffen mit diesen ganzen Sachen. Da geben wir natürlich auch nochmal diese Tipps mit dem Bügeleisen, mit Dämpfen, mit Wasser rangehen und je nachdem, was man eben dann machen möchte. Also im nächsten Heftmagazin Nummer 6 kommt übrigens gegen Ende Oktober, vielleicht ein bisschen früher. Da haben wir also dieses Thema aufgegriffen. Und da zeigen wir natürlich nicht nur, wie man es stickt, sondern wir geben auch die ersten Grundelemente, wie man zum Beispiel so ein Gitter hier erzeugt. Es gibt also Software, da kann man das einfach eingeben. Also in der Digitalisierung erzeugt, ne? Genau, weil wie gesagt, es kommen ja immer auch mehr Fragen, kann ich das auch selber machen? Natürlich kann ich solche Sachen auch selber machen. Hier sind nur wichtig, dass man diese Grundstrukturen sich ein bisschen anschaut. Die werden wir also im Heft ein bisschen genauer untersuchen. Hier zum Beispiel haben wir ein Raster. Wichtig ist bei diesen Rasterungen immer, dass sie miteinander gut verstickt werden. Das heißt also, ich kann nicht einfach nur gerade hoch, gerade rüber, sondern ich muss auch Vernetzungen reinbringen. Da gibt es unterschiedlichste Varianten. Und ihr kennt das ja aus dem Heft, ist es immer auch für unterschiedliche Maschinen. Wie kann ich es da eventuell mit der Software auch selber machen?
immer Alternativen. Es gibt natürlich heute Programme, die das schon als sogenannte Cross-Hatch-Füllung direkt drin haben. Das heißt, ich muss gar nichts weitermachen, außer sagen, das ist mein Bereich. Und das geht hier also auch ganz einfach. Ich kann das ganz kurz mal zeigen hier an der Software. Ich gehe mal, ich glaube, Heidi kommt schon, die steht in den Startlöchern. Weil Heidi hat nämlich hier vor kurzem bei mir einen Kurs gemacht und wir haben noch nicht alles durch. Aber wir und ich glaube, brauche ich bald eine neue Software. Dann schlagen wir zusammen zu. Also wie gesagt, hier kann ich also hier auch einfach jetzt eine Fläche erzeugen. Ich mache das jetzt wirklich mal einfach mal schnell, dass ich sage, okay, ich mache hier ein Quadrat. Und dieses Quadrat kann ich entsprechend groß machen. Also entsprechend groß machen wir es da unten. Ja, jetzt habe ich hier dieses Quadrat und dann gehe ich jetzt in die Optionen der Füllungen. Das mache ich über die Startseite. Ich markiere mir das. Alles Sichtbare wählen. So, jetzt mache ich einen Rechtsklick und nochmal. Und jetzt kann ich hier, und dann das ist etwas. Halt wählen, ne? Ja, nee, ist kein Füllmuster, nee, sondern es gibt wirklich diese sogenannte Cross-Hatch-Füllung. Ne? Cross-Hatch, genau. Und diese Cross-Hatch-Füllungen kann ich dann auch in der Größe verändern. Ich kann auch den Winkel verändern, dass ich sage, okay, ich habe hier den Winkel 0 in dem Fall. Okay. Dann hast du aber die waagerechten, ne? Ah, bei sagt 0. Mir schon, kann ich gar dann nicht. Dann hast du Linien. Gut, dann machen wir wieder diese 45. Ah, das war ja der Winkel in sich. Genau. Aber hier sehe ich jetzt schon dieses Cross-Hatch. Das ist eine einfache Füllung, aber damit kann ich jetzt in dem Fall, das kann ich in auch mit vielen anderen. Untergrund schaffen schon mal dafür. Ja, nicht so ganz, ja. Weil das ist im Prinzip wie eine Basis von einem. Noch, ne? Es ist noch nicht richtig gesichert. Mhm. Und hier kann ich jetzt bei dem Programm auch sagen, ja, okay, ich brauche eine Cross-Hatch-Füllung. Jetzt muss ich mal ein bisschen weiter rangehen, damit ich das auch sehe. Und zwar mit dem Doppelzickzack und dann passiert Folgendes. Da sehe ich das schon hier ganz gut. Mhm. Es ist diese Struktur. Das heißt also, es läuft immer ein gerades Gitter und über dieses Gitter wird ein ganz feiner Zickzack gelegt. Ah, ja. Ja, und dadurch werden diese Sachen richtig komplett kompakt verbunden. Das hat schon ein bisschen was Kordeliges, ne? Richtig, ja. Und dadurch habe ich aber schon mal diesen Untergrund und könnte im Prinzip jetzt natürlich jetzt nicht auf das kleine, aber auf ein größeres Gitter, zum Beispiel auch einfach Ornamente machen, ohne jetzt mit diesen Füllungen, sondern ich könnte jetzt sagen, okay, das wäre zum Beispiel Crosshatch und ich mache solche Elemente drauf. Ja, also auf so einem Crosshatch kann ich ganz viel experimentieren. Mhm. Ich muss nur ein bisschen darauf achten, dass auch immer wieder Verbindungen zu diesem Kreuz natürlich entstehen. Genau. Weil sonst, wenn ich es einfach ins Freie setze, dann kann, das geht auch, wie hier. Aber dann muss ich Unterlegungen drunter legen, damit das stabilisiert wird. Ja. Ja? Das heißt also, diese Stabilisierung kann ich über unterschiedliche Techniken erreichen. Hier zum Beispiel ist es erzeugt einfach über eine Füllung, die gerade läuft und einfach die Struktur etwas offener gemacht wird, damit sie nicht zu dicht wird. Mhm. Ja. Ja, also man muss immer ein bisschen auch abwägen, was soll nachher als Effekt rauskommen. Hier ist es zum Beispiel so, hier sind die Ornamente, auch hier wieder dieses Crosshatch und dann eben mit ausgeprägten Satinlinien unterschiedlich breit. Also hier ganz, ganz offen für alle Techniken. Also ich muss mich nicht einschränken. Aber wie gesagt, ich muss die Basis haben. Mhm. Und hier ist es also auch sehr wichtig, wenn ich solche Elemente wie das hier erzeuge oder das hier, das wird also mehrfach unternäht. Und zwar immer in ganz schmalen Abständen, dass das richtig stabilisiert. Ja. Und dann wird erst diese Linie überzogen. Wir haben also zum Beispiel hier bei diesem Muster bis zu 12 Lagen Stickerei übereinander. Ja. Mhm. Und dann kommt auch mal die Frage, ja, schadet das nicht meiner Maschine? Nein, tut es nicht, weil die Maschinen sind heute so ausgelegt, also zumindest die großen, aber auch die kleinen haben eigentlich heute kaum noch damit Probleme. Die Materialien sind ja sehr weich. Richtig. Ja? Du arbeitest ja im Prinzip nicht gegen den harten Widerstand. Nein, es ist ja kein Widerstand da, weil wie gesagt, hier unser Thermogase ist ja sehr, sehr locker. Und deswegen kann ich hier auch drüber gehen. Das Einzige, was immer erschreckt, ist, weil wenn die Maschine natürlich über diese dicken Lagen geht und egal, was für eine das ist, sie wird laut. Ja, das fängt irgendwann ein bisschen an zu klopfen. Genau. Es ist einfach logisch, weil sie klopft sich ja durch diese Materialien durch. Also da nicht dann sofort losrennen, solange sie nicht piepst und stehen bleibt und meldet, der Faden ist gerissen, passiert auch nicht. Also ich hatte bei diesem Material, und das ist ja jetzt oben und unten Lurex-Faden, durchgehend, einen einzigen Fadenriss. Und da habe ich am Anfang zu schnell gestickt, deswegen auch hier wieder bei dem Tipp unbedingt Materialien, die man noch nicht so kennt,
langsam einstellen. Ich sitze ja nicht davor. Ich kann ja in der Zeit einen wunderbaren Zwetschgenkuchen backen oder aufräumen oder sonst irgendwas, meine Garne sortieren. Aber hier, wie gesagt, keine Angst davor haben, auch mal dickere Materialien, weil wenn ich mir das hier anschaue, das sieht ja gerade jetzt sehr diese, fein aus. Ja, aber es ist sehr, ist sehr, sehr, sehr dicht, auch gerade hier dieser Tonränder. Richtig. Also wenn man, ihr könnt es jetzt leider nicht fühlen, aber das ist richtig eine schöne, dichte Stickerei. Ja. Und das braucht auch seine Zeit, um es zu sticken. Also da muss man ganz ehrlich sagen, ich habe es langsam laufen lassen. Also das ganze Stück hat 8 Stunden gedauert. Ja, also, eben. Ja. Also man darf jetzt nicht denken, das geht, hoppla hopp. Also gerade diese Lace-Stickerei eben hat generell eine hohe Stichanzahl und die Maschinen brauchen halt. Auch sowas ist nicht mal ganz schnell. Also ich glaube, das ist eine Stunde etwa gelaufen. Mhm. Aber es stört ja nicht, ja? Faden rein und Startknopf und die Maschine schreit, wenn der Unterfaden leer ist. Ja. Ja, ganz Moderne machen das heute über eine App und sagen einem sogar 300 Kilometer entfernt. Und dann fahr mal schnell nach Hause und wechsel mal deinen Unterfaden. Genau. Also wie gesagt, hier bitte keine Angst haben. Er steht wieder in Startlöchern, gleich gibt er wieder Bimmel. Nein, kein Bimmel. Kein Bimmel? Er hat ja jetzt diese Trockenbimmel, die andere. Doch ein Bimmel. Ja, ich muss immer ein bisschen abwägen. Ich habe ja die ganzen Stimmen hier noch in meinem Ohr. Dann habe ich eure Stimmen da. Ich will euer Gespräch ja nicht einfach so unterbrechen. Jetzt machen wir es trotzdem. Nach dieser Aufforderung. Die Stefanie hat eine Frage. Und zwar, wird das Stickvlies denn nicht perforiert? Welches? Die Thermogoss? Nee. Ich nehme mal an. Nein, die wird nicht perforiert. Und wenn man sich das auch... Wir haben da ein Stückchen. Hier. Gucken mal, vielleicht kann man das irgendwo... Moment, ich halte das mal hier gegen einen dunklen Hintergrund. Schau mal, wie locker es eigentlich schon ist. Also da passiert überhaupt nichts mit. Nein. Das behält auch die Stabilität. Mhm. Also braucht man wirklich keine Angst haben, dass da irgendwo mir irgendwann die Stickerei aus dem Rahmen fliegt. Was perforiert ist, wenn natürlich eine sehr hohe Stickdichte da ist, das ist das Wasserlösliche. Das wird perforiert. Richtig. Also das ist, wie gesagt, deswegen, also hier bei solchen Sachen... Aber da möchte ich intervenieren. Okay. Ja, es gibt das Wasserlösliche auch als Ultrasolvi. Ich sage da immer unsere LKW-Plane zu. Mhm. Dieses wasserlösliche Ultrasolvi ist so dick, da kann ich eine Applikation mit erstellen, wo ich außen einen dichten Satinrand habe. Mhm. Da habe ich zum Beispiel die Ohrringe mitgemacht. Genau. Das ist dir nicht rausgeflogen. Nein. Ja, also. Und ich hatte noch zwei Stofflagen Organza dazwischen. Ja, und das fliegt dir nicht raus. Nein. Es hält die Stabilität. Haben wir da auch ein Beispiel für schon? Lass mal gucken, ob ich da irgendwas... Ich habe leider nichts mit... Aber die Ohrringe. Die Ohrringe, richtig. Ohrringe. Ach, du hast doch... Darf ich deine Ohrringe mal nehmen? Darfst du. Genau. Also hier diese... Wer hält die Kamera drauf? Diese Ohrringe zum Beispiel. Heidi, das sind deine Ohrringe. Erklär du deine Ohrringe. Ja, da habe ich dieses... Die Panzerfolie? Die Panzerfolie, also die dicke Folie gepackt. Schmuckfrauen. Zwei Lagen Organza in Schräglage und dann bin ich angefangen zu sticken. Und das war jetzt aus dem Stickprogramm eine Feder in 3 Größen und das war ruckzuck und problemlos fertig. Und dann konntest du mit dem Fingernagel außen rumgehen und dann konntest du es rausziehen. Grob habe ich das rausgenommen. Ja. Dann habe ich das ins Wasser gelegt und hinterher beim Trocken gebügelt. Und das dann aufgebürstet so ein bisschen oder mit dem Fingernagel ausgefranst. Genau. Sieht total schön aus. Ja. Also ich hatte das gesehen bei ihr auf der Facebook-Seite. Also ich gesagt, die muss sie bitte mitbringen, weil die sind wirklich sehr schön. Wenn ich noch einmal kurz dazwischen grätschen kann, bleibt da ruhig mal stehen, Heidi. Der Kevin geht einen Schritt zur Seite. Irgendwo hin. Denn die Frage kam auf nach den... Schmuckstücken, die da hinten auf dem Regal stehen. Ja. Dass wir die vielleicht auch einmal zeigen und du vielleicht ein paar Worte dazu sagst. Geh ruhig näher ran. Gut, okay, also das sind ihr drückt euch immer alle vor der Kamera, habe ich heute so das Gefühl. Alle schön verteilt. Abstand. Nein, kein Abstand. Ihr passt also hier mal oben, auf, kuschelt. Dieses Teil ist eigentlich, habe ich als Beispiel mitgebracht. Friederike?
Für, jetzt hast du eine Kamera hinter dir und eine da. Immer die rote. Ach, da ist die rote. Ich lerne das nur mit den Farben hier. Also. Ich habe am Anfang auch mal auf die grüne geachtet. Ja, ja, genau. Also rot. Ja. Wenn ich Kosmetiktäschchen nähe, möchte ich, dass die einen Stand haben. Ich finde nichts Schlimmeres, als wenn so Täschchen so in sich zusammensacken. Ja? Mhm. Und da nutze ich auch ein Stickvlies eigentlich von uns, ein aufbügelbares. Ultrastable, da haben wir es. Fühl mal, Heidi, das ist wie ein Brett. Ja, ja. Ja? Möchtest du auch fühlen? Nein, das darf man fühlen. Okay. Ist das ein schön bretthaft? Ja, das ist das, was ich am Anfang ja hatte und dann rausgerissen habe. Und dann hatte ich die Stickerei mit draußen. Genau, und das nehmen wir dafür nicht. Ja. Sondern ich nehme das ganz gerne hier für diese Täschchen. Ich bügel das hinten als Verstärkung auf und nehme meine Täschchen und habe eine super stabile Tasche. Oder Taschenböden. Aber immer mit der Klebeseite bitte. Da haben wir eine Klebeseite, ja, das ist die Aufbügelseite und das ist die. Ja? Wenn das dann an Ihrem Bügeleisen hängen bleibt, dann haben Sie die verkehrte Seite. Dann, genau, dann habt ihr einfach was falsch gemacht. Ja. Wo ich das auch für nutze, ist, wenn ich zum Beispiel Wandbehänge besticken möchte. Mhm. Ein Wandbehang muss für mich eine feste Haptik haben. Mhm. Der muss, dass der unten nicht so der schnattert. Kein Wellerform bildet. So, und jetzt gehen wir, wer nimmt mich mit? Die grüne Kamera nicht, die ist grün. Ich möchte da vorne hin. Wer nimmt mich jetzt dahin mit der Kamera, dass ich das mal zeigen kann? Und zwar, wenn ich jetzt hier diesen Wandbehang habe, der also total üppig bestickt ist, alles in Full Stitch, ja? Dann, wenn ich jetzt hier mit einem Ausreißvlies gearbeitet hätte, ja, dann hätte ich da eine weiche Angelegenheit gehabt. Ja. So, und so hast du natürlich einen super Stand in dem Ganzen. Genau, ich nehme dann hier so einen Super Strong und in dem Fall habe ich es jetzt nicht aufgebügelt, ja, weil es so fest war. Das wird ja auch automatisch dann durch die Stickerei mitgeführt. Genau, wird es ja befestigt und habe es komplett drin gelassen und habe somit also wirklich einen schönen, festen Behang, wo mir auch meine Stickerei nicht zusammenfällt. Da zieht sich auch nicht zusammen. Mhm. Ja. Na, das ist ja auch oft der Fall, wenn, also wir werden ja auch oft angesprochen, ja, bei mir krempelt die Stickerei so zusammen, die zieht sich in alle Richtungen. Die zieht sich Richtung. Zusammen oder außenrum habe ich diese Wellen überall liegen. Also das ist, hast du dadurch dann natürlich das nicht. Das ist einmal das. Es kann aber auch ein Zeichen sein, wenn diese Wellen entstehen, dass die Stichdichten einfach für dieses Gewebe zu hoch zu sind. Zu hoch sind. Und da gibt es natürlich wieder eine Lösung, viele Softwareprodukte, da muss man wieder dazu sagen, wenn man die Leute sagt, ja, ich mache ja nicht digitalisieren. Nein, es kann ja auch sein, also ich muss einfach Sachen nachbearbeiten und das kann ich ja auch mit Software, das hatten wir ja im Kurs ein bisschen gemacht. Mhm. Das heißt also, auch da kann ich eingreifen mit Software, dass ich sage, okay, ich reduziere Stiche, verändere das ein bisschen. Ein Trick ist natürlich auch, was immer angegeben wird, ich nehme das aus der Maschine und mache das 20% größer, ja. Das gut, geht aber nicht bei jedem Muster. Damit habe ich aber ein ganz übles Stichergebnis. Ja. Und man muss auch ganz einfach sagen, viele Stickmusterdesigner verbieten das ja auch. Ja? Ja. Da muss man einfach dann auch mal in die Lizenzrechte des Verkäufers oder des Digitalisierers reingucken. Mhm. Solche Dateien haben ein Urheberrecht. Ja. Und in dem Moment, wo ich eine Datei vergrößere oder verkleinere, habe ich im Prinzip schon händisch darin eingegriffen. Mhm. Ja? Weil der Hersteller sagt, in der Größe garantiere ich die Qualität und in nichts anderem. Und da sollte man sich wirklich auch immer schön dran halten, was im Kleingedruckten steht. Also, ja, das ist halt, wie gesagt, aber es kommen halt leider dann immer solche Tipps, wenn Fragen kommen. Und deswegen größer, ne? Mach was kleiner. Ja. Aber da sollte man ganz, ganz vorsichtig sein. Dass man da nicht gegen die Lizenzvereinbarung Deswegen, sie sind ja auf allen Seiten immer drauf, wenn man Muster kauft. Das ist im Prinzip wie bei Bildern auch. Da steht auch immer dabei, was man machen darf, was nicht. Und das ist auch legitim und da sollte man sich tunlichst dran halten. Ja, bin ich voll auf deiner Seite. Ja. Aber deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, sich selber eine Software zuzulegen und seine eigenen Ideen zu machen. Dann darfst du natürlich dir deine eigenen Dateien machen, was du mit denen machst. Bleibt dir völlig alleine überlassen. Ja. Sicher, es gibt Dateianbieter, da findest du keine Lizenzbestimmungen. Mhm. Also ich muss sagen... Da würde ich aber noch mal nachfragen, wenn was Gravierendes geändert wird. Genau.
Also zum Beispiel selbst diese ganz groß bekannten amerikanischen Seiten, die hervorragende Dateien haben, da hat man diese Bestimmung nicht. Mhm. Ja? Da steht dann irgendwie, macht was ihr wollt, werdet kreativ, tobt euch aus. Ja? Mhm. Wir bei Sweet Pea haben es auch nicht. Wir sagen, macht. Ja? Wenn ihr auch aus einer Datei einen Bruchteil habt, aus der Patchwork-Decke brauche ich dieses Quadrat, aus dem nächsten das. Seid kreativ. Kurze Frage, wenn wir beantworten ja im Anschluss auch immer über den Chat und so auch noch Fragen. Wenn jemand den Namen nicht richtig verstanden hat, kannst du mir das nochmal schicken und dann setzen wir das mit rein? Das können wir auch als Link dann machen. Oder so, ja. Also wie gesagt, das ist eine tolle Sache, denn wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Stickmuster auf dem Markt. Also es sind unzählige. Aber es gibt auch welche, die sich ganz speziell auf bestimmte Sachen spezialisiert haben. Richtig. Nee, das finde ich nicht. Okay, also wie gesagt, einfach die Frage stellen, wir machen das dann gerne. Und ihr merkt schon wieder... Soll ich es dir mal gerade aufschreiben, dass ihr es vielleicht irgendwo... Das können wir anschließend noch. Machen wir dann alles gut. Noch. Das können wir noch bekannt geben. Aber jetzt waren ja da, glaube ich, noch so ein paar Fragen zu. Also ist ja. Aber trotzdem muss ich kurz zwischendurch... Bevor die Frage, je nachdem, wo schreiben wir es nochmal rein. Ihr habt immer noch eine Facebook-Gruppe. Ja, das schreiben wir rein. Genau, wir können sie in die Facebook-Gruppe auch schreiben. Also wir können... Genau. Also es die gibt so viele Anbieter von Stickdateien, die... Genau. Ja, da gibt es also die... Lieber Jan, da. Da können wir uns dann darunter verewigen können, also die Sachen beantworten. Genau, und können wir da auch diese Designer haben ja auch wieder Facebook-Seiten. Mhm. Da könnt ihr euch dann auch angucken, was gibt es da alles. Also da gibt es von uns jede Menge Möglichkeiten und noch Informationen, denn... Ja. Ihr merkt schon, und wir sehen es ja auch schon wieder, unsere 1,5 Stunden sind eigentlich... Wir könnten noch 3 Stunden weitermachen. Das, ne? Das wissen wir, deswegen machen wir immer diese Sondersendungen, Sonderthemen. Ja. Aber ihr merkt schon, Fliese ist ein... Ich könnte noch viel mehr über Fliese. Ich hätte noch ein paar im Petto. Machen wir noch eine Sendung. Machen wir noch mal eine Sendung, machen wir noch eine Sendung. Wie gesagt, wir sind schon wieder fast am Ende. Ich wollte nur zwischendurch jetzt mal schnell die Endfrage stellen, damit wir... das schon mal in Gang setzen können für den Hauptgewinn heute Abend. Nochmal so Information, das war also einmal das Magazin Nummer 1. Dieses tolle Set von Sulky zum Testen. Nochmal auf Sulky Shop findet ihr das. Das ist ein Set mit 3 Rollen Garn, einem großen Stück Thermogase. Und zum sensationellen Preis von 9,99 Euro. Richtig. Also den da Link, ist schon den schieben wir euch gleich mal rein, wo ihr direkt reinkommt. Das haben wir also auch schon. Und hinten. Da könnt ihr also wirklich super toll euch da mal einarbeiten. Und ich kann nur sagen, das macht süchtig. Ne? Also Holger, wir beide, wir sind total... Und wenn man überlegt, das ist ja immer unser Problem, wir könnten eigentlich stundenlang fachsimpeln und euch teilhaben lassen, aber wir haben halt eben auch eine begrenzte Sendezeit. Deswegen jetzt die Frage und dann kann die Friederike noch 2, 3 Sachen zu Ihnen da drüben. Sulky-Seite ist übrigens gerade eingeblendet. Okay. Da haben wir sie schon, auch mit der Thermogase. Richtig, da ist das also und da sind also auch nochmal Muster gezeigt. Und da seht ihr auch diese beiden Muster, die ich euch jetzt hier in der Sendung gezeigt habe, die haben wir in den Shop nochmal mit reingehängt. Genau da. Das sind also diese beiden Deckchen und die Dateien, kann ich sagen, die bekommt ihr bei Embroidery Library, heißt es. Embroidery Library. Ja. Ja? Also wie gesagt, ist ein ganz bekannter Shop. Also ich glaube, den kennt mittlerweile jeder, der eine Stickmaschine hat. Und da findet ihr solche Dateien auch zuhauf drin. Ja, und das ist eben, wie gesagt, das Schöne, dass man also eben heute wirklich aufgrund der tollen Multimedia-Sachen und der vielen Zeit, die wir jetzt auch leider zu Hause verbringen, kann man sich ja mal wirklich durchstöbern. Richtig. Und einfach mal eingeben, Stickmustersuche. Es gibt so viele Muster. Unglaublich. Und wie gesagt, alternativ dazu ist, ihr habt ja gesehen, es geht relativ einfach auch so ein Gitter zu machen. Muss ich jetzt das erst abnehmen und dann husten? Egal. Hauptsache, du machst nicht so beim Husten, sondern bitte so. Ja, so. Ja, so. Ja, also für mich ist es eigentlich das Problem jetzt wieder... Dass viele reden und nichts trinken. Und deswegen, unsere Frage ist jetzt für den Hauptgewinn. Was machen wir für eine Frage? Jetzt bin ich ja wirklich im Überlegen. Wir machen eine tolle Frage. Wohin fliege ich morgen in Urlaub? Genau. Du hast eben erzählt, wo du morgen früh morgen früh um 6 Uhr hinfliegst. Ich gebe einen Tipp: Es liegt im Mittelmeer. Und da scheint die Sonne gerade.
Nein, da ist sie leider schon untergegangen. Da aber jetzt schon aber sie wird die nächsten 3 Wochen scheinen, das weiß genau. Ich schon. Du kannst dich an den Strand legen. Ja. Neid. Nein, kann ich nicht, weil wir sind immer noch am Heft, aber das ist egal. Es ist mein Homeoffice auf der Terrasse. Okay, also wie gesagt, wo fliege ich morgen Abend hin? Nee, morgen früh, um 6 Uhr geht's los. Würde euch alle gerne mitnehmen, dann könnten wir die Sendung dort weitermachen. Aber nur wenn man eine Stickmaschine und Thermogase mitnehmen Urlaub. Dürfen. Ja, aber die Technik ist natürlich das Problem, das können wir nicht alles runterlegen. Genau. Kommt noch mal eine kleine Anfrage. Ja. Und zwar Stickmaschine 1, der Chaostisch. Zeig doch noch mal, was dort eingespannt ist. Bei der ersten? Da ist was eingespannt, da haben wir nämlich auch diese dicke... Das dicke wasserlösliche Material, jetzt sieht man es hier, eingespannt. Da wollten wir es während der Sendung mitlaufen lassen. Und haben es halt jetzt nicht gemacht wegen Lautstärke, wenn zwei Maschinen parallel laufen. Ja. Dann hätte man nämlich doch da ziemlich gegen anreden müssen. Aber so sieht es aus. Ich wollte eigentlich zeigen den Unterschied fertig gestickt auf wasserlöslich zur Thermogase. Weil es da wirklich ein Riesenunterschied ist. Ja. Mhm. Haben wir jetzt leider nicht geschafft. Ich denke, der Holger oder ich, wir bereiten da auch mal wieder Beispiele vor. Und wie gesagt, wir haben das im nächsten Heft auch nochmal. Genau. Da zeigen wir auch die unterschiedlichen Optiken und das Telefon für die... Für die Gewinnerfrage. Ja. Diesmal frage ich auch nach einer Lösung. Hallo, Holger hier. Ja, hallo, hier ist Marion. Hallo Marion. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich freue mich über die Sendung. Ja, super. Wo ist mein Urlaubsziel? Kreta. Richtig. Und damit hast du unser Hauptgewinn gezogen. Das ist also, wie gesagt, ein schönes Paket. Das geht in den nächsten Tagen zu. Ja. Danke. Und wie gesagt, da kommt noch eine Stunde dazu, wo wir uns dann beide ganz privat unterhalten. Schreib deine Fragen alle auf, was du wissen willst. Und dann machen wir einen Termin im Ende Oktober, Anfang November. Ja? Super, ich freue mich riesig und ich wünsche dir einen ganz tollen Urlaub und vielen Dank, die diese tolle Sendung möglich gemacht haben. Okay, dann freuen wir uns. Am 16.11. gibt es übrigens die nächste Sendung, auch wieder mit einem tollen Thema, das geben wir dann kurz vorher bekannt. Gut, dann bin ich wieder dabei. Super, dann freuen wir uns auf dich und auch alle anderen, die heute zugeschaut haben. Tschüss, danke. Schönen Abend noch. Perfekt. Okay, ich gewöhne es mir wieder an. Ihr müsst es ein bisschen auch verzeihen, ich bin jetzt wirklich ein halbes Jahr komplett raus aus dem ganzen Thema und deswegen hoppel ich hier heute so ein bisschen durch, aber beim nächsten Mal wird es bestimmt wieder besser. Ja. Ja. Ja, das war's, ne? Oder? Möchtest du noch irgendein abschließendes Wort? Wir können da noch mal ganz kurz drauf eingehen, aber das geht dann halt in den ITH-Bereich. Also dann wenn ihr, machen wir ja dann... Da machen wir ja mal eine Sondersendung von... Ja. Also bei Sulky gibt es nicht nur Stickzubehör, sondern auch ein Riesenportfolio an Stickdateien. Mhm. Da könnt ihr auch mal durchgucken. Das wäre halt eine ITH-Tasche mit eingenähtem Reißverschluss, eine Buchhülle. Findet ihr übrigens auf dem Sulky-Blog, gell? Auf Sulky-Blog. Ihr habt da einen Blog auch. Ja, das ist aber aus dem Kreativteam, die da ihre Anleitungen und Sachen. Und auf der Sulky-Shop-Seite gibt es eine Unterkategorie Stickdesigns. Okay. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Freebies drin. Wunderbar. Ja? Also zum Beispiel als Freebie habe ich gemacht hier diesen kleinen Mackwack, ja, und der mit auf Filz gestickt wird. Ist ein Freebie, da kann man dann schon mal dran testen, wie es funktioniert. Und dann gibt es dann die größeren als Kaufdatei. Und es ist auf dem Felti gestickt? Das ist auf Felti gestickt. Ja, wunderbar. Genau. Es gibt nämlich bei Sulky auch ganz fantastische Spezialmaterialien. Ja, der ist super. Genau. Einfach mal draufschauen. Und wenn man dann zum Beispiel eine Maschine hat, die Cutwork kann und ein Programm, was Cutwork programmieren kann, dann kann man das auf der Maschine auch direkt ausschneiden. Genau. Ja? Und das geht nämlich mit dem Felti super gut, weil es Stabilität und, das haben wir in ganz, ganz vielen Farben. Mhm. Gibt es auch in 2 Sortimentpacks. Einmal diese bunten Farben und einmal, ich nenne sie nicht Farben, schwarz, weiß, grau, braun. Sind die auch und die richtigen Knallfarben. Ja. Und da kann man sich also mal austoben und... Ganz wunderbare Effekte auch machen, ja. Genau. Okay, dann würde ich sagen... Eine Abschlussfrage haben wir nochmal. Okay. Und zwar die Stickdateien. Wo bekommt man die denn alle her?
rückt eben zusammen. Welche Stickdatei? Die für die Freestanding Lace. Also wie gesagt, das war einmal die Quelle, die wir in Facebook dann noch nennen. Genau, Embryberry. Ja. Das sind die und, Amerikaner. Ja. Du hast deine eigenen Quellen wieder. Ja, da muss man sagen, also die meisten Muster, die ich jetzt hier mal liegen habe, die sind aus der My Sornet Library von Pfaff und Husqvarna. Das ist also eine Online-Bibliothek, die man mit bestimmten Maschinen nutzen kann. Es gibt auch viele von diesen Mustern auch noch auf Stickkarten, auch von Husqvarna und Pfaff. Man muss einfach nur mal im Fachhandel nachfragen. Die können einem genau sagen, was es noch alles gibt. Denn, oder googeln. Einfach mal nach FSL googeln. Freestanding Lace. Ja. Stickdateien und da bekommt man Unmengen. Also wie gesagt, nur bitte vorsichtig, immer wenn welche mit, wie sie schon gesagt hat, mit Musterschutz sind, dass man die nicht einfach sich runterlädt und benutzt, weil das könnte teuer werden. Genau. Ja? Aber es gibt auch gerade in dem Lace-Bereich ganz, ganz viele Weihnachtsmotive, so Glöckchen und Schaukelpferdchen, dein Glöckchen, ne? Ja. Die man sich als Freebie runterladen darf. Ja. Ja? Da würde ich aber jetzt zum Beispiel wieder ein wasserlösliches Vlies nehmen und das nicht auswaschen, dann hat das gleich dann hat das richtig Stand. Richtig Stand. Ja. Weil diese Sachen, die nutze ich auch ganz gerne, um sie mir in den Tannenbaum zu hängen. Richtig. Ja. Gibt es übrigens in Straßburg ein Geschäft, wo man das ganz teuer fertig kaufen kann und dann sagen wir wieder, ja, ich kann es doch alternativ selber machen. Und da dann sind wir wieder bei dem Laden. Thema. Ach, das mache ich mir alles selber. Was machen wir dann immer? Was sage ich immer? Mach doch, was ihr wollt. Richtig, okay. Also, das machen wir nächstes Mal als Frage. Genau. Ja? Genau. Also das ist, wie gesagt, wirklich so. Macht, was ihr wollt. Auch hier wieder ein Riesenthema von der Friederike, glaube ich, super rübergebracht. Und wir würden uns freuen, wenn wir natürlich auch tolle Reaktionen bekommen, Fragen bekommen. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen im Nachgang habt, ja, schreibt in der Facebook-Gruppe, schreibt mich an. Also... Oder schreibt uns an, ihr habt alle Kontaktdaten. Wenn Fragen sind und ihr nicht weiterkommt, dann fragt einfach hier beim Blabla-Café, die haben alle unsere Daten und können sie euch einfach weitergeben. Ja? Richtig. Und eigentlich wollte ich euch noch mehrere Stickfliese zeigen, aber vielleicht machen wir dafür nochmal eine neue Sendung. Deswegen sage ich ja mal, es gibt so viele Fliese, wir können sie gar nicht in die kurze Zeit packen und wir haben also auch hier wirklich auch wieder die Oberfläche angekratzt, kann man sagen. Also man hätte noch mehr ins Detail gehen können. Und also, da machen wir dann eine Sondersendung oder wir machen einen schönen Beitrag in einem der nächsten Magazine. Magazine, genau, wo wir es nochmal wieder aufgreifen. Ja, weil wie gesagt, wir werden also auch dort weitermachen. Wir haben jetzt das nächste Heft in Arbeit. Ab Mitte Oktober kann man es auf der Seite schon vorbestellen. Und ansonsten wünsche ich euch beiden erstmal bedanke ich mich für den tollen Abend mit euch. Ein toller Abend mit dir. Und auch wieder mit den ganzen Herren hier in der Runde, die uns immer wunderbar tatkräftig unterstützen. Denn das ist ja auch wichtig, ohne die würden wir gar nicht bei euch ankommen. Ja, genau, zeigt euch mal gegenseitig. Und natürlich mit Martin hinter der Theke, der uns immer mit der Bimmel beglückt. Also das Team funktioniert wieder. Ich finde es toll, dass wir heute wieder da sein durften. Beim nächsten Mal, wie gesagt, sind auch die Holperer weg, dann bin ich nicht mehr so nervös. Und beim nächsten Mal haben wir auch wieder ein oder zwei Gäste. Ich bin noch am herausfinden, ob es klappt. Und da wird es dann voraussichtlich auch mal so im Bereich ITH liegen, aber eine andere Technik, völlig anders als die man gewohnt ist. Und vielleicht für die am Anfang noch nicht so sicher sind mit ITHs, dass sie einfach mal eine Basis haben. Und dann ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Ich nehme an, du bist wieder dabei. Würde ich mich sehr freuen. Und Friederike, wenn wir wieder ein Thema haben, würde ich mich freuen, wenn du auch wieder dabei bist. Gerne. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann bedanke ich mich. Wünsche euch einen tollen Abend noch. Gute Heimfahrt. Danke. Und dir, Holger. Schönen Urlaub. Danke. Und wir werden uns gesund wiedersehen. Wir sagen noch nicht gutes neues Jahr. Das ist noch zu früh. Aber denkt schon dran, es geht mit Rasanz auf Weihnachten zu, sind nur noch 3 Monate, das ist mir wieder schneller vorbei, als man denkt. Wie gesagt, momentan auch viele neue Maschinen auf dem Markt, viele tolle Sondermodelle. Schaut sie euch einfach an, Software im Moment gerade auch teilweise super günstig. Ja. Macht eure Liste und
bitte nicht das hier vergessen. Träume ich diese Nacht von Valentine. Ja, ich bekomme kein Sponsoring dafür, aber ich finde es so genial und ich muss es euch ans Herz legen. Du fährst doch in Urlaub. Das geht nicht mit, ne? Das geht nicht mit, aber ich brauche... Ich verwahre das gerne, die Zeit für dich. Ja, glaube ich, aber ich habe eine Kollegin, die muss da noch zwei Sachen drauf probieren. Ich kann dir das hier leihweise mitgeben. Ja, danke schön. Nein, aber wie gesagt... Hab dich auch lieb hier. Ja. Freut euch auf die nächste Sendung. Wir freuen uns auch auf euch. Wünschen euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Fadenhexer. Tschüss. Tschüss.